Hallo und herzlich willkommen zu Lach- und Schachgeschichten, meine Damen und Herren. Mein Name ist Jan Gustafsson. Ich bin sehr schlecht gelaunt, habe 2 Stunden geschlafen, technische Probleme, es wird nix soll. So, schön, dass ihr dabei seid, denn wir haben alles aufgefahren zu dieser Show, was Rang und Namen hat. Wir haben einen Schachweltmeister, Rustam Kasymczanow, Vize-Schachweltmeister des Jahres 2004. Wir haben einen Fabian Krane und wir haben Returning Guest, Friend of the House, glaube ich hier. Freut mich besonders, dass er höchstpersönlich wieder da ist. Stefan Tietze, herzlich willkommen. Ja, hi, was geht? Ja, ich bin gut gelaunt. Sind wir alle da? Rustam, bist du da? Ja, ich bin hier, ja, sehr gerne auch. Von wo kommst du zu uns, Rustam? Von Rupichteroth immer noch. Ja, immer noch verschneit, immer noch kalt. Es ist bitterkalt da draußen. Also minus 12 heute früh, also richtig kalt. Aber hat sich schick gemacht? Ja. Ich habe mich seit gestern nicht mehr umgezogen. Ich habe auch kaum geschlafen, genau wie Jan. Jan, wo warst du gestern? Ja, das haben wir uns alle gefragt. Ich musste tatsächlich, normalerweise streame ich ja 18 Stunden am Tag, ich musste, weil meine Frau ihre 2 Stunden Termine die Woche hatte, die Kinder ins Bett bringen von 20 Uhr bis 21 Uhr. Und dann musste ich natürlich meiner Among Us-Karriere nachgehen. Also ich hatte sehr, sehr, sehr viel zu tun. Und es war ein erfüllender Abend. Rustam, du hast das falsch verstanden, das Konzept bei Rocket Beans. Du bist overdressed. Ich zeig dir mal, ich bin nämlich jetzt auch noch overdressed in meinem Pullover. Man muss sich den Hoodie anziehen. Du kannst ihn drüber ziehen. Aber es ist wichtig, dass man irgendeine Möglichkeit hat, den Kopf zu bedecken. Also es geht so Kapuze, aber es gehen auch andere Kopfbedeckungen. Aber Brille ist schon mal gut. Brille ist gut. Also mir wurde der Konzept noch nicht erklärt. Ja, was ist der Konzept? Das stimmt. Wir erklären es dir jetzt. Wir haben natürlich heute einiges vorbereitet. Ob es klappt, ist unklar. Aber wir haben ein Match zwischen meinen beiden, ich weiß nicht, ob man sagen kann, besten, aber auf jeden Fall liebsten Schachschülern, Stefan Tietze und Fabian Krane. Es schlagen 2 Herzen in meiner Brust. Für mich. Ich dachte, wenn ich schon nicht beide coachen kann, dann müssen wir wenigstens Fabian Krane, den vielleicht besten Trainer, Sekundanten der Welt, an die Seite stellen. Rustam Kasymczanow, Trainer der Nummer 2 der Welt, Fabian Caruana, selber ehemaliger Schachweltmeister, laut Internet und Insidern der beste Trainer, den die Schachwelt zu bieten hat. Und weil Stefan und ich natürlich ein überlegenes Team sind, dachte ich, damit Fabian überhaupt irgendeine Chance hat, machen wir das so. Denn ihr spielt gegeneinander, aber ihr habt 3 Großmeister-Joker. Ihr könnt 3-mal pro Partie euren Großmeister konsultieren. Das sind, glaube ich, die Regeln. Und ja, ihr redet die ganze Zeit darüber, oder was? Ihr kommentiert die ganze Zeit unser Spiel, Game, Partie. Machen wir das, Rustam? Ich habe nicht so Bock. Lass über Filme reden. Jede Zeit, ja. Aber man muss dazu sagen, man sollte niemals länger als 30 Sekunden mit seinem Großmeister reden, oder? Weil sonst ist es ein bisschen unfair, wenn man sich viel länger unterhält. Der Kick muss auch dabei sein, oder? Du, ich hätte nicht vor, mich mit Jan über das Spiel zu unterhalten. Ich würde mit ihm über Filme reden und mal gucken. Trash-TV. Er hat sowieso keine Ahnung mehr, viel mehr. Was soll er dazu sagen? Das könnt ihr nicht verstehen. Es gab off-air schon eine hitzige Diskussion über den Film Konstantin, den Rustam als einziger Mensch auf der Welt gut findet. Und gesehen hat. Also, nicht länger als 3 Sekunden mit seinem Großmeister reden, ist nicht nur für diese Partie eine gute Idee, auch für Partys, liebe Leute da draußen. Aber das Gute ist, dass der Großmeister auch nicht länger als 30 Sekunden mit dir redet. Ich habe mal 3 Catchphrases, so heiße Kirsche, Eiskugeln und G7. Dann irgendwann G7, kennst du meinen G7-Witz? Ja. Und dann mein Pulver auch verschossen. Ist so ein bisschen wie der amtierende Bachelor. Ey, ich finde dich voll attraktiv, ist voll sympathisch und ich verbringe total gern Zeit mit dir, aber dann kommt auch nicht mehr viel. Nee. Sehr gut. Fabian. Wollen wir anfangen? Du hast keinen Bock mehr auf das Gelaber, ne? Du bist heiß, ich sehe das schon. Ich will einfach zocken jetzt hier. Das ist das, was ich die letzten Tage gemacht habe. Und das will ich auch jetzt machen. Aber es ist nicht so ernst, ne? Es ist auch ein großer Jux und wir haben alle viel Spaß. Und es geht nicht darum zu gewinnen nur, sondern auch, dass wir danach ein bisschen was lernen. Dann reden wir über die kritischen Momente, oder?
es ist auch ein bisschen Fun. Stefan, es geht ums Gewinnen, aber wir müssen aber eine gewisse Leichtigkeit ausstrahlen. Also wir müssen so tun, als würde es uns Spaß machen, und als wenn wir sie so nebenbei fertig machen. Okay. Okay. Wollt ihr noch ein Eröffnungsstatement von mir haben? Ja, ich habe mich vorbereitet und ich bin richtig heiß auf das Match heute. Und ich glaube, Stefan und ich sind ebenbürtig. Ich glaube nicht mehr. Ich glaube, du hast mich überholt. Das war echt krass. Ich habe dich beobachtet natürlich bei Twitch, bei Jan. Ich war sehr beeindruckt von deinen Fortschritten in letzter Zeit. Von daher, ich bin sehr gespannt. Ja, das scheint mir auch so ein psychologischer Trick zu sein, dem Gegner nochmal irgendwie im Honig ums Maul schmieren vorher. Ah. Ich finde auch, du hast richtig gute Fortschritte gemacht. Dein Damen-Gambit, was du ja ganz gerne mit Weiß spielst. Nee, ich bin verpflichtet. Ich bin vertraglich verpflichtet, das zu spielen. Netflix-Vertrag. Ah, okay. Ja. Okay. Alright. Fangen wir loslegen? Dann, GG. Können wir noch so socially distanced Handshake machen? Ja. Das lieben doch Schachspieler, oder? Dass es jetzt nicht mehr möglich ist, sich wirklich die Hand zu geben. Könnt ihr mir nicht erzählen. Ich finde das im Alltag eine große Erleichterung. Ja. Okay, danke. Alright, du hast ja schon gezogen, ne? So, ja. Fabian Krane mit dem weißen Stein. Ja. Großmeister Stefan ist Stefan Tietzes Nutzername mit dem schwarzen Stein. Und es gibt die sizilianische Verteidigung. Ich hoffe, die beiden können es jetzt nicht mehr hören. Sie müssen, glaube ich, ihre Hand heben, wenn sie mit uns kommunizieren wollen. Rustam, bist du ein bisschen aufgeregt? Ein bisschen schon, ja. Es ist ein, das ist alles sehr neu für mich. Was? Sehr also schlechten Schachspielern beim Schach zuzugucken. Nein, so schlecht sind sie gar nicht. Guck mal, ja, das sind doch vernünftige Züge, ja? Das haben wir alles einstudiert. Ich habe Fabian Krane gesagt, du kannst gegen alles Italienisch spielen. Läufer raus, D3, C3, kurz Rochade. Stefan also Tietze. Gut, dass Schwarz nicht Französisch gespielt hat, ja, dann. Jetzt D3, ja, da muss man decken. Sie können uns nicht hören, oder? Ich glaube, sie können es nicht hören. Der Bauer ist attackiert, das wird Krane aber verstehen. D3 gehört eh zu seinem typischen Aufmarschplan, ähnlich wie das also Leopardenhemd. Oh, H3, was ist denn da los? Nein, nicht das, ja. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Das ist ein Opfer. Ich weiß nicht, ob die können, glaube ich, auch das Blatt nicht sehen. Stefan Tietze ist natürlich im Schachfieber, hat, glaube ich, auch bei Magnus Carlsen jetzt viel zugeguckt, hat gesehen, diese Bauern auf E5 und C5, das ist natürlich die Carlsen-Eschke Klammer. Letztes Mal, als wir dieses Drei-Joker-Format gespielt haben, hat Tietze einfach null seiner drei Joker genommen, hat einfach die ganze Zeit selber gespielt. Eine Ehrensache, ja. Wenn du solche Joker hättest während der Party, würdest du die benutzen? Ja. Ich würde in den ersten drei Zügen gleich. Oh. Was mal jetzt? Was mal jetzt? Was mal jetzt? Chat, schön, dass ihr dabei seid. Haben wir doch eine vernünftige Stellung, ja? Jetzt sieht's normal aus. Alles unter Kontrolle. Mhm. Also beide Seiten sind nicht Anfänger, kann man glaube ich sagen. Es sind schon für das Rocket Beans Niveau, das Universum hier, diese Zugzwangsturniere, fortgeschritten. Sie wissen beide, am Anfang geht's darum, die Figuren rauszukriegen, König in Sicherheit zu bringen, Zentrum zu besetzen und dann wird's taktisch. Also ich glaube, wir kriegen hier eine vernünftige Schachpartie hin. Bin gespannt. Natürlich gibt es Details, so Springer nach G5 wäre vielleicht eine gute Idee gewesen, eben deshalb schlug die Engine Bar ein bisschen aus. Aber bisher ist das trotzdem von beiden vernünftig gespielt. Figuren raus, Zentrum. Was meinst du, Russe? Potenzial, oder? Ja, ja, ne, das, die Stellung könnte durchaus eine Großmeisterpartie sein, ja. Wunderbar, Läufer E7. Entwicklung muss sein. Mhm. Die kurze Rochade. Krane ebenfalls. Beide Seiten bringen ihren König in Sicherheit. Mein B2, das sieht doch aus. Also wenn das hier Caruana gegen Carlsen wäre, würde keiner sich irgendwie wundern. Das stimmt, ja, das stimmt. Wahrscheinlich brauchen sie uns tatsächlich nicht. Bis jetzt machen die eine großartige Arbeit. Also jetzt wahrscheinlich den Läufer entwickeln, ja? Das wäre dann die letzte entwickelte Figur. Ja. Da kannst du nicht rumkramen. Okay, hören wir uns? Ich gehe davon aus. Okay, mich stört mein schwarzfeldriger Läufer.
Das ist okay. Also der bleibt erstmal, wo er ist. Ein grober Aufmarschplan könnte sein, Bauer nach H6, das ist immer nützlich in so einer Stellung. Ja. Und wenn das immer nach G5 kommt, dann den Turm nach E8, dann den Läufer nach F8 und dann siehst du weiter. Also das ist erstmal, was du machen willst. Aber ansonsten alles in bester Ordnung. Okay, alles klar. So, der Chat fordert den Pokal für Matteo. Ich konnte keinen so schönen Pokal finden in meiner Sammlung, der kaputte nicht ursprünglich vorgesehen hatte. War schon sehr, sehr kaputt. Deshalb würde ich Matteo diesen wunderschönen Bauern anbieten. Habe ich bei mir im Trophäenschrank gefunden. Weiß nicht, wo ich ihn her habe. Aber ich denke, wenn wir hier irgendwie Matteo draufschreiben, bleibt mit Schleife drum, da ist das ein wunderschöner Preis, oder? Sieht toll aus, ja. Ich habe ein bisschen gepokert, dass hier Krane nicht da und B3 gleich Stress macht. Wäre vielleicht gleich gegangen, ne? Springer A5. Aber das sieht sowas von nach einer Großmeisterparty aus, ja? Das ist überragend. So, Stefan hat die drei Züge ausgeführt, die ich vorgeschlagen hatte. Fabian ist am Überlegen. Er hat noch seinen Standard-Italienisch-Aufbau vollendet. Soweit weiß er jetzt. Springe nach G3. Aber danach wird es auch beim Krane eng, nämlich mit dem Buchwissen hier. Springe nach G3 weiß er noch, aber jetzt ist sein Standardplan vorbei. Jetzt muss natürlich auch Tietze sich entscheiden. Spielt der Bauer nach A6, spielt der Bauer nach D5, Bauer nach G6. Er hat viele Möglichkeiten. Ich habe ihm keine dieser Möglichkeiten mehr gesagt, weil ich dachte, erstmal so weit kommen. Bin gespannt. Ja, vielleicht dann. Ja, A6, ja. Vielleicht stark. Guck dir das an, ja. Beide Seiten spielen stark. Jetzt ist Krane aus dem mentalen Buch. Er weiß noch, dass er den Läufer auf C4 irgendwie retten muss. Jetzt wird er fragen. Jetzt weiß er nicht mehr weiter. Ich sag's dir. Ich kenn meinen Krane. Rustam, ja. Ich höre euch. Hörst du uns, Stefan? Ja, ich höre euch. Mach Kopfhörer ab. Mach mal Kopfhörer ab, genau. Okay, Rustam, ja, wir wollen ja jetzt den Springer mittelfristig auf F5 positionieren, oder? Nein, noch nicht. Deine Springer sind ideal, wo die sind. Ja. Ein kurzfristiger Plan ist, den Läufer auf C4 zu retten, ja? Der will so B5 oder Springer A5, der will da Eger machen. Also du kannst frei entscheiden. Entweder spielst du so A4, ja, damit dein Läufer nach A2 gehen kann. Oder du spielst Läufer B3 und dann Läufer C2, wenn nötig. Dein kurzfristiger Plan ist D3, D4. D3, D4? Hm? Okay. Also mittelfristig. Also erstmal den Läufer retten. Ja. Und dann irgendwann mal D4 spielen, damit du ein bisschen im Zentrum da mitspielen kannst. Okay, alles klar. Danke. Gerne. Rustam, du kannst auch Fabian nicht die Wahl geben. Jetzt wird er 4 Minuten überlegen, ob er A4 oder Läufer B3 spielt. Nee. Ich hasse es. Das hättest du niemals gemacht. Ah ja, okay. Also A4, jetzt wird im nächsten Zug D4 kommen, der kurzfristige Plan. Aber dann geht's in der Mitte los, dann trennt sich die Spreu vom Weizen. Stefan soll also Turm B8 spielen, um B5 vorzubereiten. Es ist spannend. Es ist richtig spannend, ja. Ich bin so aufgeregt wie gestern nicht. Ja, gestern bei den Großmeistern, dann ist die Aufregung minimal. Ja, die wissen ja, was sie tun. Ich fieber hier viel mehr mit. Oh, das ist schwierig. Bei den Großmeistern will man ja eher so verstehen, was passiert. Oh, da, Stefan meldet sich. Ja, ich hätte leider nicht. Stefan, hörst du mich? Hör ich immer noch nicht. Hallo? Hör ich nicht. Regie? Jetzt hör ich dich. So, Stefan, du möchtest Turm nach B8 spielen, den einen Schritt zur Seite, und dann Bauer nach B5, da Raum gewinnen. Krane wäre wahrscheinlich in der Mitte ankommen mit Bauer nach D4. Davon lässt du dich nicht abschrecken, spielst erstmal B5, greifst den Läufer an. Also Turm nach B8, um B5 zu unterstützen. Jo. Und dann, ja, B5 durchdrücken. So. Tsch, tsch, tsch.
Hast du gestern noch die Partien gesehen, die du vermisst hast, die vierte Partie in allen Matches? Ich könnte jetzt lügen und sagen, ja. Nee, ich hatte keine Zeit. Ich war sehr mit den Kindern beschäftigt. War spannend? Ja, ja, einigermaßen, ja. Interessante Partien. Rajabov hat mit Weiß verloren und Duda auch. War viel los. Viel Blut war vergossen. Genau. Ich werde es, sobald ich zu Hause bin von dieser und mich erholt habe von dieser Tietze-Krane-Sendung, werde ich es alles nachholen. So, Bau nach B5 gespielt. Krane wird tauschen, dann Bau nach D4 spielen. Ich hoffe, dann spielt Tietze Bau nach C4, blockt den Läufer aus. Und dann geht's ja richtig. Ja, als Format ist das super interessant, oder? Das ist das beste Format. Mhm. Es ist tatsächlich viel aufregender, weil es kann jederzeit alles passieren. Also die beiden spielen gut, sodass man durchaus was lernen kann und was mitnehmen kann. Und sie können auch Pläne umsetzen. Aber es kann halt auch was passieren. Gerade jetzt, wo hier Krane so lange überlegt, Rustem, da würde ich mir Sorgen machen. Ja, ja. Denn man weiß ja, ja, sein Plan war D4. Ja, 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 jetzt. Ah, ja. Jetzt könnte Stefan natürlich in der Mitte ankommen. Zug, ja? Aber das wäre dann nicht D5 alles, wieder nicht alles entwickeln. Was spielt Tietze? Wunderbar. Auf E6. Ja, ich bin glücklich, ja, mit der Stellung. Hier sind natürlich ein Joker hinten, der könnte uns teuer zu stehen kommen, wenn es nachher noch taktisch wird. Also ich hoffe, Stefan nimmt jetzt noch keinen, denn wir brauchen diesen Joker nachher im Infight noch. Es wird gefragt, was für eine Bedenkzeit gespielt wird. Es wird 15 Minuten plus 10 Sekunden gespielt. Die Spieler kriegen 10 Sekunden Zeitbonus pro Zug. Also, wir haben genug Zeit. Es gibt Hin- und Rückspiel. Dann, wenn es sein muss, kommen wir auch noch eine Entscheidungspartie drauf. Aber erstmal gibt es zwei dieser Partien. Wer gefragt, wie die Wertung von Krane und Tietze momentan ist. Ich denke, auf Chess24 haben sie so beide so um die 1300, irgendwo um den Dreh. Also ich glaube, Krane ist ein bisschen stärker bewertet, aber Tietze hat natürlich eine sehr, sehr steile Lernkurve. Also Tietze, der wird täglich besser. Aber B4 ist auch kein schlechter Zug. Ja. Das sind alles gute Züge. Bisher ja, ja, ja. Ist es immer noch eine reine Großmeisterpartie, ohne Quatsch. Mhm. Das sieht alles völlig normal aus. Duell der zwei besten Florentin-Sidekicks, wird gesagt. Rustem, hörst du deutsche Podcasts? Nein. Das Podcast-UFO kann ich dir nur empfehlen. Podcast-UFO, ja? Ja, ja, das ist okay. Stefans Podcast mit Florentin Will. Beide sehr lustig. Es geht um Themen des UFO Alltags. UFO wie UFO, ja. UFO nee. Wie unbekanntes Flugobjekt. Aha. D4, ja, Stresskrane. D4 ist gut, ja. D4 ist stark, D4 ist gut. Das ist auch gut. So, Krane, jetzt mach mal Quatsch. Mach mal Quatsch. Ich kann Quatsch machen. Nein, einfach zurückschlagen. Kein Quatsch machen, noch nicht. Mach mal Quatsch. Nicht einfach zurückschlagen. Bauer vor vielleicht hier, D5. Bisschen Action, Fabian. Oder auf E5 schlagen, was passiert dann? Lass überlegen. D schlägt E5, C schlägt B2, E schlägt F6. Ey, sieht nicht schlecht aus. Hat uns ein bisschen zittern lassen. Es ist ein bisschen wie Pokémon, hier wird gesagt. Er ist ähnlich. Aber jetzt hat Stefan natürlich die schwere Entscheidung. Er kann einfach alles im Zentrum tauschen, dann wäre vielleicht minimal schlechter. So werde ich wahrscheinlich spielen, Lego-mäßig. Alles tauschen, Läufer nach E6. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob das so Tietze-Style ist. Sie werden damit auch nicht unzufrieden, ja? Also spielen beide so stark. Ja, ja. Krane fehlerfrei. Ist hoffentlich mit dem Springer, aber. Selbst mit dem Läufer ist er nicht schlimm. Ja, ist nicht schlecht, ja, ist nicht schlecht, ja.
Es ist zu aufregend, Chat. Die brauchen uns gar nicht. Wir werden so schnell erwachsen. Ja, vielleicht ist das, was den Unterschied macht jetzt zwischen Amateuren und Großmeister. Ja, wie kennen sie Pläne? Und wenn die da geholfen werden, dann können sie da weiter selber spielen. Wunderbar. Bisher ist es immer noch eine hochklassige, gute Partie. Jetzt reinlachsen hier, Stefan. Und den Springer können wir da nicht tolerieren. Ein Springer kann man nicht tolerieren. Ja, schön gespielt. Läufer schlägt, Läufer E6. Oder auch mit der Dame, ja, warum nicht? Oder mit der Dame. Immer noch auf alles Läufer E6, den Läufer müssen wir blocken. Vielleicht können sie uns auch hören die ganze Zeit. Das wird einiges erklären. Also so konzentriert, ja. Soll ich hier ein paar Pfeile malen, Chat? Ich kann hier so Pfeile malen. Zack, zack. Bringt uns nicht so viel. So. So. Ihr könnt die Engine Bar sehen. Engine Bar sieht weiß minimal im Vorteil. Aber das ist wirklich bisher von beiden Seiten so gut gespielt, dass der ganz normale Anzugsvorteil. Ja. Stefan hört mich nicht, ne? Nee. Nein. Ich weiß, ich mache schon meinen zweiten Joker, aber was machen wir? Also, ich habe der so ungefähre Plan ist natürlich, den Springer zu nehmen und dann irgendwie da in seine Kündigungsstellung reinzubrechen. Aber siehst du das mittelfristig? Also, du kannst mit dem Läufer zum Beispiel nehmen, ja, auf D4. Und als Plan musst du natürlich aufpassen, was er macht, ja, weil jetzt ist die Stellung offen, ja, da musst du reagieren, was er macht. Aber als Plan, die Dame entwickeln wahrscheinlich nach F3. Finde ich gut, ja. Damit du Druck machst auf F6 und F7 und dann den Turm zentral entwickeln nach AD1, ja? Also das wären dann die nächsten drei Züge, wenn nichts passiert, ja? Also Läufer schlägt, Dame F3, Turm AD1. Okay, und da musst du aufpassen, was er macht. Und falls er nach Läufer D4 zum Beispiel Läufer E6 spielt, dann einfach den nehmen und dann weiter sich entwickeln mit Dame F3, Turm AD1. Es wird alles in Ordnung sein, du stehst großartig. Ich stehe großartig, das wollte ich hören. Okay, Rustam, danke dir. Das waren locker 4 Minuten Besprechung jetzt hier. So. Krane hat jetzt natürlich einen Plan. Dame F3, Turm AD1. Wie kriegen wir den durchkreuzt? Die schwarzen typischen Pläne wären entweder Läufer nach E6, um den Läufer zu tauschen, oder auch hier Bau nach G6, Läufer nach G7, um diesen zu aktivieren. Aber Läufer nach E6 sieht schon sehr, sehr natürlich aus, um hier diesen Hauptfeind abzutauschen. Stefan könnte auch über aggressivere Züge nachdenken, Läufer nach B7 oder Turm nach B4 oder sowas. Aber ist, glaube ich, zu gewagt. Die Spieler können meine Pfeile übrigens nicht sehen hier, die sehen natürlich nur auf die. Rustam, ihr steht gut. Ich glaube, eure Stellung ist leichter, ja, zu spielen. Ja. Ich bin sehr zufrieden mit der Stellung. Gefällt mir nicht. Trotzdem, es ist nichts Schlimmes passiert. Grob ausgeglichen sein, aber weil steht ein bisschen aktiver, ein bisschen sicherer. Das ich sind will so nicht den dritten Joker benutzen. Noch nicht den Joker, Stefan, da müssen wir jetzt durch. Das Einzige ist, die spielen ein bisschen langsamer, ja, als die sollten. Jawohl, Infight, das ist gut, weil Krane hatte ja den Plan mitgekriegt, jetzt Dame F3, Turm AD1, aber jetzt muss er selber nachdenken. Ich finde nicht, dass sie zu langsam spielen. Also die haben noch 9 und 10 Minuten von den 15. Das im frühen Mittelspiel ist okay. Ja, vielleicht ganz in Ordnung. So, D5 gefällt mir trotzdem, denn jetzt muss Fabian Krane hier Entscheidungen treffen. Zieht er den Bauern vor, schlägt er. Bauern vorziehen wäre ein bisschen unangenehm. Schlägt er auf F6, schlägt dann den Bauern. So viele Möglichkeiten. Ja, stimmt. Ja, zu viele Möglichkeiten. Und wir wissen alle, wenn der Krane unter Druck gerät, dann kann er auch mal einen Fehler machen. Er ist nicht unfehlbar. Puh. Ist das aufregend. Nervt das, wenn ich mit diesem Bauern spiele? Bisschen schon.
Hör auf. Bauna E5 auch noch schnell gespielt. Was ist denn los mit dem Krane? Können wir da mal einen Schiedsrichter rüber schicken, ob da alles mit allen rechten Dingen zugeht? Ob er noch andere Großmeister, ob er Kugelbuch unterm Tisch sitzen hat oder so? Kugelbuch. Kugelbuch ist eine Legende des Twitch-Schachs. So, jetzt müsste Stefan wahrscheinlich schweren Herzens den Springer in die Mitte stellen hier. Denn Rückzüge sehen sehr passiv okay. aus. Jan, was ist unser Gameplan? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht völlig sicher. Ich vermute, der beste Zug ist, den Springer in die Mitte zu stellen nach E4. Damit spucken wir aber einen Bauern und machen es Krane zu leicht. Also wir zocken, wir spielen Springer zurück, Springer nach H7. Wenn er mit der Dame ankommt nach F3, dann verteidigen wir unseren Bauern auf D5 und gehen dann mit dem Springer nach G5. Wir stehen da ein bisschen schlechter, aber ich glaube, wir müssen hier zocken. Springer nach E4 ist der beste Zug, macht das Krane aber zu leicht. Also zieh dich zurück, Springer nach H7 und wir hoffen das Beste. Aber wir stehen unter Druck, wir stehen unter Druck. Leider schlechte Beratung von mir, aber ich konnte Krane diesem Bauern nicht geben mit Springer E4. Das macht es euch zu leicht. Und jetzt habe ich keinen Jokers mehr übrig, ne? Hier wird nicht so genau mitgezählt. Also wenn er fragen möchte, kann er fragen. Ah, okay. Ich dachte drei. Ne? Wir haben drei verbraten. Wir haben drei verbraten. Wir können nicht mehr. Und was ist der Format? Zwei Partien? Zwei Partien. Wenn es dann nach 1:1 steht, gibt es noch eine Entscheidungspartie. Wenn einer gewonnen hat, hat er gewonnen. Ich hätte auch eine positivere Message gleich rüberbringen sollen. Aber bisher spielen beide gut. Ist die? Nee, nur so, du stehst gut, weil er hat ja bisher gut gespielt. Jetzt habe ich gesagt, wir stehen unter Druck. Das macht dem Tietze doch Stress. Ah, das ja, das stimmt, ja. Mir gefällt nicht, wie unsere Minuten da schmelzen. Ja, dabei weiß Krane doch Dame F3 Turm AD1 ne? Aber jetzt hat sich die Lage ein bisschen geändert. Er wird wahrscheinlich fragen. Nee. Ich hatte Läufer E6 noch gesagt. Was hast du nochmal gesagt? Einige interessante Möglichkeiten hier. Aber ich hatte. Ja, die Stellung wird viel taktischer, ich ja, hatte gesagt, viel gefährlicher für beide. Ja. Es gibt bestimmt ja auch irgendwie Tricksereien, Dame H4, Springer G5. Jetzt kann alles passieren. Aber. Läufer B7 deckt den Bauern in die falsche Richtung. Ich hätte den Läufer gerne in der Defense gehabt. Aber auch noch kein Beinbruch. Wir brauchen jetzt den Springer. Ja, er will vielleicht dann diesen Feld freilassen für den Springer. Das werde er sich schon überlegt haben. Mhm. Aber es mauert alle so ein bisschen sehr den Turm klasse, ja. Aber gut. Immer noch spielen beide gut. Also es gab hier überhaupt noch keine Einsteller. Es gibt strategische Fragen, über die man diskutieren kann. Aber hochklassige Partie, muss man wirklich sagen. Das sind keine zwei 1300er hier. Ja, bis jetzt eigentlich vollkommen fehlerfrei. Ja? Eine wunderbare Sache. Ja? Schön zu sehen. Haben wir viele Zuschauer? Hier guckt nie jemand zu. Aber das On-Demand-Video, also da wird es einige Klicks geben, Russland. Da wird es einige Klicks geben. Nein, Spaß. Ich weiß nicht, wie viele wir haben. Aber schön, dass ihr dabei seid. 2000 Zuschauer. 3000 insgesamt? Hör mal auf. Millionen Publikum. Aber... Es werden noch mehr. Bist du aufgeregt, Russe? Ich bin aufgeregt, ja. Und unsere Minuten da werden immer knapper. Wenn Krane eine Schwäche hat noch im Schach, dann, dass er immer die Zeit ablaufen lässt.
Ohne Spaß, er spielt gut, aber er lässt häufig für solche Key-Entscheidungen die Zeit zu weit runterlaufen, hat dann am Ende noch ein, zwei Minuten. Dabei sind es ja alles noch Züge, die du ihm gesagt hast, ja. Aber jetzt kommt natürlich hier das Manöver, was Tietze auch noch drauf hat. Sprenger G5, Sprenger G6. Dann sehen wir mal. Aussehen. Aufgeregt. Ja. Also jetzt, alle schwarzen Figuren sind gedeckt. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Beim Weißen hängt der Läufer auf A2, ja, eventuell. Wie jetzt zum Beispiel. Nur eventuell. Den muss man unbedingt retten, ja, diesen Läufer werden wir brauchen. Braucht ihr noch. Das Problem ist, Läufer B1 würde gleich zum Angriff übergehen. Ja, Läufer B1 wäre sehr, sehr gut, ja. Hochkonzentriert beide. Ich traue mich gar nicht zu sagen, so aufregend ist es. Läufer B3. Zum Glück nicht so gut wie Läufer B1, aber auch natürlich ein grundsolider Zug, 10 Läufer weg. Das könnte Stefan ihn fesseln. Solider Zug, ja. Aber ich wäre immer noch dafür, den Springer hier auf grünere Gefilde zu führen, so sagt man. Und so. Chat, wie sagt man, ich mache die Redewendung immer falsch. Auf grünere Weidgründe, grünere Jagdgründe. Was ist die Redewendung? Greener Pastures auf Englisch, vielleicht gibt es sie auf Deutsch auch keine. Turm A3, auch schön gespielt, Stefan, bin ich mit zufrieden. Fesselt den Läufer. Setzt Kran unter Druck. Er kann mit Läufer B2 den Turm da jetzt verjagen. Aber macht er das? Macht er das? Es war wahnsinnig unangenehm, als Amateurspieler die Gesichter von zwei Großmeistern zu gucken. Die ganze Zeit da sitzen und denken, Gott. How did I end up here? Wir haben Spaß tatsächlich. Ich habe ungelogen hier mindestens genauso viel Spaß dran wie an die Weltmeisterpartien kontieren. Turm B1, jetzt sehe ich doch schon Angriffsziele. Turm B1 ist nicht das, was ich mir gewünscht hätte. Bisschen Leguan-mäßig hier den Läufer nochmal zu überdecken. Jetzt komm, Tietze, Springer raus. Unser Teamname übrigens passender denn je. Großmeister Stefan ist ja Stefans Username. Aber heute sind wir ja Großmeister und Stefan. Während ihr eigentlich Rustam-Krane dann heißen müsstet, wenn das konsequent wird. Oder Weltmeister-Krane. Das klingt sogar besser. Klingt noch besser. Springer G5, ja, ist äußerst unangenehm für uns, ja. Läuft ein Schützling spielt so gut, ja. Eine Maschine. Esteban Dicios. Esteban, genau. G4, komm, die greifen wir gleich nochmal an. Läufer C8. Auf da. Dame G4 ist kein schlechter Zug. Bisschen dem schwarzen König sich nähen. Es ist echt aufregend. Die Steuerung ist immer noch ausgeglichen. Der Engine-Balken hier sagt, beide Seiten schenken sich nichts und es ist echt hohes Niveau. Es gab noch keinen Fehler, kann man gleich sagen. Man kann über einzelne Züge diskutieren, aber es gab noch überhaupt keinen ernsten Fehler. Beeindruckend.
ja, als die Zeit knapper wird, ja, werden wir wahrscheinlich auch Fälle sehen müssen. Ja. Weiß ich nicht. Das ist vielleicht die Zukunft des Spieles. Das ist die Gegenwart des Spiels, Russland. Ja, so konzentriert habe ich Fabian Kraner auch noch nie gesehen. Mit mir ist er nie so konzentriert. Vielleicht. Guckt euch das an. Die beiden, ja, auch. Mhm. Warum guckt gerade so? Was hat er gerade? Ich weiß es doch auch nicht, Leute. Alles gut. Ja, die beiden so ernst. Noch ein Joker in der Hand. Greift den Turm an. Stefan guckt nervös. Aber ne, ist nichts Schlimmes passiert. Alles in Ordnung. So. Fabian, so langsam. Musst du mal EK-Türme? Einen kannst du uns mal geben hier. Fabian müsste wirklich ein bisschen schneller spielen. Rede doch kurz eine halbe Minute mit anderen und du sagst ihm, dass er ein bisschen schneller spielen soll. Haben Sie Inkrement pro Zug? Ja, 10 Sekunden. Warum spielt Krane so gut? Das sind keine schlechten Züge, ja, Turm 3. Alles gute Züge. Aber, ja, Turm 3, Turm D1, das waren die zwei Züge, die mir aufgefallen sind. Das ist eine super Partie, ja, ist echt aufregend. Also, gut, dass wir das nicht abends machen, ja, sonst würde ich nicht schlafen können. Ja. Stell dir das vor, das kurz vorm Einschlafen, so. 20 Uhr. Yeah. Die Partie hat wirklich alles. Hohes Niveau, Spannung. Angestrengte Gesichter. Angriff, Verteidigung. Vier weiße Männer. Dame C7, gibt er Milch, der Tietze? Das erkläre ich später. Okay, wird später erklärt. Hängt was? Ich habe das Gefühl, unsere Figuren stehen ein bisschen wackelig, aber noch geht alles. Ja, so knapp. Da gibt es die taktische Lösung, genau. Ja. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, der Balken ehrt sich in dieser Situation. Russa. Ja. Nee. Was machen wir? Ach nee. Also, doch, Jan. Pass auf. Eigentlich habe ich Bock, den Bauern durchzubringen da auf der E-Linie. Also, er kann ja mit dem Springer nicht schlagen, weil Matt auf G7 droht. Aber er kann mit dem Turm schlagen, ja? Er kann mit dem Turm schlagen, also machen wir es nicht. Oder ist es trotzdem gut? Du könntest das machen. Guck mal, ja. Pass mal auf. Also E6, der schlägt mit dem Turm. Ja. Du schlägst, Springer schlägt E6 und dann schlägst du Läufer G7. Was nochmal? Also er nimmt zweimal, du nimmst Läufer G7, Springer G7 und da hängt bei ihm der Läufer auf B4. Ich nochmal, also ich spiele E6. Ja. Er nimmt mit dem Turm. Drei, ja, und dann mit dem Turm nehmen und dann Läufer schlägt G7. Ihre Zeit ist leider vorbei. Ist das aufregend. Wir haben leider keinen Joker mehr. Es war kein Regelverstoß von mir. Es wurde gefordert von Fabian Krane, dass man darauf achtet, dass nicht länger als 30 Sekunden geredet wird. Ich hatte gar keine Zeit, ihm zu sagen, dass er schneller spielt. Stimmt, das hättest du nur sagen können. Uff. Jetzt steht Stefan natürlich trotzdem immens unter Druck hier. Er muss
überlegen, wie er zurückschlägt. Er wird natürlich auch mitgekriegt haben, dass das hier konferiert wurde, eben dieser Zug. Wobei, ich hatte gesagt, Rustam, du sagst ihm, sei still, Fabian, Spielläufer B2. Aber der junge Mann will R6 spielen. Naja, da musst du ihm auch mal sagen, nee, Krane, jetzt sag ich mal. Nein, nein, nein. Ich kann ihm seine Gedanken nicht wegnehmen. Es ist eine Demokratie, verdammt nochmal. Uff, die Zeit wird auch knapp. 2 Minuten für Fabian Krane, 3 Minuten. Weiß nicht. Für dumm vielleicht. Stefan Tietze. Wahrscheinlich dumm. F6, wahrscheinlich dumm. Aber hey. Aber. Ist ja alles Spaß, right? Auf jeden Fall bringt das Fabian aus seiner vorbereiteten Variante. Das ist ja schon mal viel wert. Weiß könnte da jetzt reinlachsen. Läufer schlägt F6. Läufer F6. Springer H5, Springer F5. So viel Reinlachspotenzial her. Das ist eine Reinwurfsituation. Da versteht Krane sich normalerweise drauf. Aber der Druck ist jetzt natürlich immens. Also er hatte sich mental jetzt abgemüht, dieses Turmschlicht E6, Springer E6, Läufer G7 vor seinem geistigen Auge zu erfassen. Jetzt kommt F6, wieder ganz neue Bilder. Ich möchte nicht in Kranes Hemd stecken jetzt. Da. E7. E7, ja? Ist einfallsreich. Was ist E7? Warum E7? Ich weiß nicht, aber es öffnet viele Linien. Jetzt wird es einfach in den Infight gehen und dann wird es darum gehen, wer die bessere Übersicht hat. Ja, beide sind, haben wir ja auch schon gesehen, schon ziemlich gute Strategen. Aber am Ende, wenn die Zeit knapp wird und die Figuren randomly übers Brett fliegen, da kann natürlich jetzt noch alles passieren. Trotzdem, aus Team Stefans Sicht erstmal gut, dass wir hier das sofortige Desaster abgewendet haben. Der Balken sagt immer noch, Schwarz steht hoffnungslos, aber mit Menschenaugen ist mir das nicht so klar. Und jetzt hier, Moment, da gibt's doch Läufermilch. Den Turm könnten das war leider wir doch unnötig, vielleicht ja. wegnehmen. Sieht Stefan Tietze das? Uff, er hat es gesehen. Ei. Aber jetzt ein paar Schachs geben, ja? Dame C8 und dann zumindest den Läufer abholen, ja? Dann Dame 5 und ja, gut gemacht. Ja, und auf Dame noch F8 kannst du schlagen, Läufer C5 sogar noch, ne? Ja. Ei. Ist noch nicht vorbei. Ist noch gar nicht vorbei, ne? Noch nicht ganz, nein. Dame F8 ist so logisch, aber dann kann man wegnehmen. Läufer C5 Schach. Mit einem wohlverdienten Remis, ja? Ja, König H7. Also Dame F5 Schach. Ginge dieses Damenschach. F5 Schach. Ja, wunderbar gespielt. Das war ein bisschen Glück in der Stellung, Russland. Das musst du zugeben. Wir haben schon Turm mehr und dann kommen hier noch solche Wunder. Uff. Natürlich Gift für die Stimmung jetzt. Ja, ne, ist auch gut für uns, dass wir A1 kontrollieren. Also Turm A1 Schach. Wird gedeckt, ja, sonst ginge das nicht gut. Also es ist schon aufregend, ja. Echt aufregend. König H8 ist wahrscheinlich der beste Zug, aber muss man erstmal drauf kommen. Dann auf das Schachläufer nach G8 zu spielen. Wenn geschlagen wird, Turm nach D3. Er spielt auch nach G6. Moment, G6, der Balken war nicht begeistert. Dann ging wahrscheinlich Dame schlägt ne? F6, wäre matt Dame gewesen, F6, ja. Ei. Uff. Komm, ja. Es ist echt ein Drama. So. Was machen wir denn jetzt? Dame nach E7 zurück, wahrscheinlich irgendwie verteidigen. Ah, es kann absolut alles passieren. Fast wieder leichter für Weiß zu spielen, als die ganzen Schachse.
Und jetzt ist die Zeit auch bei beiden knapp. Stefan sieht immer noch chillig aus. Da sieht man übrigens hier, vielleicht nicht so chillig, was so ein Qualitätshaarwachs noch rausholen kann, meine Damen und Herren. So, Stefan, hier komm. Dame E7 oder Dame E1, Dame E6. Es ist schwer, die Schlange ist super schwer zu spielen mit der Zeit. Ich wäre ja auch. Ja, ja, ist keine leichte Stellung, ja. Dame B3, man muss irgendwelche komplexen Züge machen schon. Dame E1 gespielt, erstmal gut. Danach König H2, mhm. Dame E6 gefällt mir am besten. Aber das ist auch nicht alles andere als Dame E6 mit. Dann Dame F7. Ja. Mit vielleicht einem Unentschieden, ja, in einem Endspiel. Es wird noch einiges passieren, ja, bis wir da sind. Praktisch habt ihr gute Chancen, aber die Zeit jetzt auch identisch fast. Boah, ist das stressig für die beiden, ne? Also wir chillen hier rum, ich leide schon mit. Aber die Spieler, sowas von da drin. Mhm. Weiß ich nicht. Hm. Macht hier keinen Kopfstab. Also das heißt, sie sind 1300 auf Chess24? Ungefähr so um den Bereich. Aber ich glaube, sie verbessern sich beide sehr, sehr schnell. Turm D3, es hat Krane ein Matt, damit D7, damit Laut sehr viele Schachs, ja. Ja. Das war auch ein bisschen Pech jetzt auf einmal, dass jetzt hier noch so ein Angriffskrane kommt. Aber noch ist nicht durch. König G8. Jetzt nur das richtige Feld nehmen, ist wichtig. König G8 und dann richtige Schachs auch geben, ja. Hauptsache nicht Dame E8. Feld ist gedeckt, also. Auch das. Kann noch einiges passieren, ja. 60-50 Situation, König G8, Dame E8. Ja, König G8 gespielt, sehr stark. Sehr stark. Muss ich auch mal zustimmen, nicken hier. Jawohl. Ich würde sagen, hier Remis, machen wir Remis. Können wir uns eigentlich als Teamchefs auf Remis einigen, Rustem? Ist das erlaubt? Ich weiß nicht, ja, was sind die Regeln? Weiß auch nicht, vermute nicht. Dame der 8, König H7, könnte ja passieren. Fabian könnte wahrscheinlich auf Gewinn weiterspielen mit Dame schlägt F6. Und er könnte auch gemeine Schachs geben wie D8, C7 vielleicht. Dame C8, ja. Wunderbar. Hast du Zeit, Fabian? Das siehst du doch. Das sieht er nicht. Er sieht es. Hey. Das ist frustrierend. Er grinst. Hä? Nein. Wenn ich das mache. Oh, Krane guckt schon so zufrieden. Die Anspannung fällt schon von ihm ab. Er hat's gesehen. No. Er schüttelt den Kopf. Ich bin nicht. Ich bin nicht unglücklich. Nee, ich sehe das. Ich bin nicht glücklich. Das kennt er, glaube ich, auch. Das kennt er, das Muster. Er hat's gesehen. Oh, wow. GG, gut gespielt. Uff. Ah. Was für eine Partie, ja? Großartige Sache, ja? Wunderbar. GG. Ja, von beiden Seiten ohne Spaß ganz fantastisch gespielt. Oh Gott. Also, ich war zwischendurch sehr optimistisch, als Stefan hier den Turm geschlagen hatte. Hier hat man ja erstmal einen Turm mehr gehabt. Aber dann war Fabian noch in der Partie. Bisschen vielleicht auch zufällig, weil hier nicht Dame F8 funktionierte, was ich von Weitem gehofft hatte, weil jetzt geschlagen werden kann und dann Läufer C5 Schach den Turm erobert. Und dann nach König H7, Dame F5, gewinnt weiß den Läufer und es war wieder alles drin. Da muss man sagen, hat Fabian auch super stark vollstreckt und es war auf einmal sehr schwer zu spielen für Stefan. Voll. Aber
ohne Spaß, ich bin sehr traurig, dass wir unverdient verloren haben. Es war trotzdem eine hervorragende Leistung von beiden Beteiligten. Boah, das also, war richtig, richtig schwierig. Ja. Richtig schwierige Partie. Ja. Also vor allem eine, die ich so, also mein Schachhype ist ja jetzt auch zwar extrem, aber jetzt auch noch nicht so lang. Und so eine Partie hatte ich wirklich lange nicht. Also überhaupt ganz selten erstmal. Weil, also wir haben ja super spät erst abgetauscht, hatten super lange quasi alle starken Figuren noch am Start. Und das fand ich tatsächlich sehr interessant. Also es war irgendwie so eine sehr besondere Partie. Was mich noch interessieren würde, wann wie oft und wann hast du mit Jan gesprochen? Sehr am Anfang direkt. Und dann eigentlich also so auf jeden Fall zwei, glaube ich, im ersten Drittel und dann einen im zweiten Drittel. Hinten raus dann hatte ich dann keinen mehr über. Da glaube ich, das würde ich mir anders einteilen das nächste Mal. Ich glaube, einen Notfall-Joker zurückhalten, so wenn man so im ganzen Fall ist noch nützlich. Aber wie man es macht, also. Ja, und vor allem dein Joker am Anfang, dein erster, den ich genommen habe, wo du mir gesagt hast, dass ich dann am Ende mit dem Läufer unten reingehen soll und so, habe ich natürlich auch gemacht und so und war auch cool und hat auch was gebracht. Aber ist natürlich gar nicht so wahnsinnig hilfreich, weil man ja nicht weiß, was man damit machen soll dann. Also ich kannte dieses Prinzip jetzt gar nicht, dass man den Läufer dann wieder hinten reinstellt, quasi mit dem Turm tauscht, im Turm Platz macht. Das war irgendwie für mich so ein ganz neues Ding. Ja, das war schon so ein Standardmuster, okay. Aber ist halt nicht unbedingt partieentscheidend. Ne? So, du kriegst dann halt drei sinnvolle Züge, aber später kann man den schon noch brauchen. Und bei dir, was waren deine Momente? Den ersten habe ich gehört, da habe ich dann die Kopfhörer schnell abgenommen. Genau, den ersten hast du gehört. Da ging es darum, dass Rustam natürlich wollte, dass ich den Läufer rette und dann auf D4 halt vorgehe. Und ich glaube, dann habe ich noch mal kurz danach direkt eigentlich auch mit ihm gesprochen und er meinte, ich stehe eigentlich positionell sehr gut. Vielleicht war es so ein Aufmunterungsding. Ja, aber mein Joker hat Jan gesagt, wir haben massive Probleme. Also das ja, das war auch nicht so von mir. Wir standen nicht so schlecht, wir haben das nichts falsch gemacht. Der dritte, die Stimmung versorgt. Der dritte Joker war, ich dachte so, jetzt kriege ich so einen Matchplan, wo ich jetzt, wie mache ich gerade fertig? Und es war dann mehr so ein, ja, wir haben massive Probleme. Und ich so, ja, komm, dann haben wir nichts zu tun. Dann, ja gut, soll ich aufgeben oder was? Nee, aber es hat richtig Spaß gemacht. Das war echt cool. Oh Mann, ey, das ärgert mich. Ich bin zu ehrgeizig dafür. Aber es gibt ja zum Glück noch das Rematch. Stefan Tietze gleich mit den weißen Steinen. Da können wir noch den Ausgleich schießen, uns in die Verlängerung retten. Vielen Dank, dass ihr alle dabei seid. Vielen Dank, liebe Zuschauer. Wir schalten in die Werbung, setzen die neue Partie auf und sind in wenigen Minuten wieder da. So, willkommen zurück zu Lach- und Schachgeschichten, meine Damen und Herren. Heute mit dem großen, großen Match. Krane gegen Tietze. Team Krane Kasymchanov konnte die erste Partie für sich entscheiden. Rustam, wie war es für dich? Aber super aufregend. Eine wunderbar gespielte Partie. Ich wollte sagen, vielleicht ja, einen Joker für das Ende aufzusparen, ist wahrscheinlich keine schlechte Idee. Ja? Wenn es taktisch wird, ja, dann wird ja die Partie entschieden. Also ein paar Mal, vielleicht einmal in der Eröffnung, einmal im Mittelspiel und dann einmal am Ende. Ja? Das ist wahrscheinlich besser. Und vielleicht so ein bisschen schneller spielen, weil wir verbrauchen ja auch die Zeit für unsere Beratung. Also ein paar Minuten dafür sollte man vielleicht auch einsparen, ja? Ja, mit Schwarz habe ich, ich glaube, mit Schwarz bin ich auf Stefan vorbereitet, dass die Eröffnung spielen wir schnell runter. Fabian, dir muss aber klar sein, ich habe dich auf Stefan vorbereitet und ich bin Team Stefan, ne? Nur damit du es im Hinterkopf hast. Ich habe es im Hinterkopf, alles gut. Machen wir so kurz dann. Ach, vielleicht mache ich etwas anderes. So, hast du Stefan Tietze Englisch vorbereitet? Mit den weißen Steinen. Sind wir alle soweit dann? Von mir aus kann es losgehen. Stefan, kannst du schon mal einen Zug machen, dass wir sehen können, ob wir das singen, wenn er hier ankommt? Dann, ja, sind wir startklar. Ja, viel Spaß, ne? Bis gleich. Lass uns die Spiele beginnen. Lass mich jetzt Spiele beginnen, das ist von Hunger Games, ja? Let the Games Begin, das gab es schon vor Hunger Games, oder? Das klingt nach altem Rom für mich, so gladiatorenmäßig. Ja, aber da kenne ich mich nicht aus, ja? Für mich fängt die Geschichte mit Hunger Games an. Für mich ist das ja eigentlich ein moderner Gladiatorenkampf. Krane Tietze, wir sind der Kaiser, der oben so sitzt und so sagt, mach mal hier nach links.
eigentlich bist du der Kaiser. Ich bin so der der Commodus. Das Commodus. So, wie dem auch sei, wir haben hier deine Lieblingsvariante, die sogenannte Karlsbader Struktur im abgelehnten Damengambit. Heißt so. Sehr vernünftige Züge kommen auch sehr schnell an, das ist gut so. Das habe ich mit beiden einstudiert. Das haben sie drauf. Karlsbader Struktur. Großmeister Stefan ist hier, ich glaube, bewusst abgewichen von der Vorbereitung Läufer nach G5. Natürlich ein bisschen zu Lasten seiner Stellung, aber so einen Krane muss man aus seinem Buch kriegen. Alles vernünftige Züge, Weiß rochiert kurz, Schwarz ebenso. Fabian kennt das Schema, Turm nach E8, Springer nach F8 und danach wird er den ersten Rost im Joker ziehen. Ich kann Krane lesen wie ein Buch. Es nützt uns nur langsam. Oh, Bauer nach E4. Tietze verschärft früh das Tempo hier. Geht in der Mitte vor. Eieiei. Ei, ei. Also was ist der Format, wenn die Sache unentschieden geht? Was passiert dann? Eine Armageddon-Partie? Bei Unentschieden habt ihr gewonnen. Warum? Sollte Stefan diese Partie gewinnen, gibt es noch eine Blitzpartie. Ich glaube, nur zwischen den beiden. Aber das Format können wir noch ausdiskutieren, die alles entscheidet. Aber wenn wir diese zwischen Partie den beiden gewinnen, ohne uns? Richtig. Oder hier. Ja, ein guter Zeitpunkt jetzt für den ersten Joker. Aber Krane bleibt bei seinem einstudierten Schema. Reagiert nicht auf die geänderten Umstände. Tizes gewagte Strategie macht sich hier bezahlt. Bauer nach E5. Der Springer muss sich zurückziehen. Und Raumvorteil. Sehr, sehr strategisch, ja, von Schwarz springe, Farb springe, D7, so ein bisschen Tigran Petrosian-mäßig. Ja, ja, wir werden ihn hier provozieren zum Angriff. Tigran Petrosian, übrigens ein ehemaliger Weltmeister. Läufer G5, ja? Das hätten wir vorbereiten müssen. Ihr seht es am Balken. Das ist der Druck, ja? Das ist der Druck. Das ist der Druck, der sich spürbar macht. Diese Nervenanspannung auf so lange Zeit hochzuhalten. Aber das kann so ein Kran auch mal übersehen. So Abtauschoperationen sind nicht seine Stärke. Ich sag noch. Oh mein Gott. Ich war still, weil ich nichts zeigen wollte, weil ich Angst hatte, meine Körpersprache verrät zu viel. Aber er hätte zweimal schlagen können, eine Figur hier gewinnen. Läufer schlägt, Springer schlägt, Dame schlägt. So geschah es aber nicht. Und das ist wieder. Hätte mich auch fragen können. Ja, ich hätte ihm gesagt. Ich glaube, weil du ihm Angst gemacht hast, ja nicht die Joker zu verballern, jetzt traut er sich gar nicht mehr zu fragen. Er will die Partie jetzt einfach selber spielen, dann von Zug 80 bis 83 dreimal fragen. Ich bin zu laut, oder was? Rustam, pass auf. Yeah. Du guckst so kritisch. Wir haben doch jetzt ein Tempo. Nein, ist da alles gut? Wir haben noch ein Tempo gewonnen. Er musste seinen Läufer zurückziehen. Das müssen wir nutzen. Deswegen möchte ich das mit dir smart nutzen, weil er hat ja ein bisschen Zeit verloren dadurch. Du sollst natürlich den Bauern nehmen auf F5. Ja. Und dann. Wenn er mit dem Bauern nimmt, dann entwickelst du deinen Springer so nach C5 zum Beispiel. Mhm. Und dann spielst du weiter. Wenn er mit dem Springer den nimmt, dann einmal tauschen. Ja, mit. Ja. Also wenn er mit dem Springen den Springen nimmt und wieder, wenn er mit dem Bauern nimmt, dann entwickelst du deinen Läufer nach F5 oder so. Wenn er mit dem Turm nimmt, dann Läufer F6 und du spielst weiter. Also alles gut, einfach alles abtauschen im Zentrum und Figuren entwickeln. Okay. Alles überhaupt und, kein Problem. Und den Springer auf F, wo wollen wir den? Wollen wir den wieder auf G6 mittelfristig? Nee, am liebsten da lassen, ja. Der steht okay. Guter, der schützt deinen König, also auf F8 steht er ideal, ja. Den brauchst du nicht zu bewegen. Okay, dann schlagen wir jetzt erstmal mit dem Bauern. Mhm. Ja, geil. Rustam, ich mach dich stolz. Ja, natürlich machst du das. Oh, da zeigt sich. Der erfahrene Pädagoge. Ich hatte erstmal gesagt, warum schlägst du nicht den Läufer? So, Stefan schlägt mit dem Springer. Auch das ist völlig okay. Das bringt Fabian. Ah, nee, das hat er ja auch noch geplant, ne? Die schlägt ihr Läufer F5, hat ihr geplant. Ausgeglichene Stellung. Kann alles passieren jetzt. Nach diesem kleinen Läufer-Intermezzo
ist jetzt wieder alles im grünen Bereich. Ich bin aufgeregt. Stefan Tietze spielt schnell. Noch keinen Joker verbraten. Scheint seiner Sache auch sehr bewusst zu sein. Weiß genau, was er tut. Auf einer E6 blockiert den Bauern. Ja, da bin ich mit dem Rat zufrieden, den ich denen gegeben habe. Ja, einen Springer auf F8 zu lassen. Figuren entwickeln. Bist du nicht zufrieden? Oh, da, ja. Stefan. Ja, das machen wir. Ich würde sagen, wir versuchen vielleicht unseren Springer umzugruppieren. Wir spielen Springer nach E2 und haben dann Zielrichtung wahrscheinlich F4, vielleicht auch D4, aber wenn nichts passiert, stellen wir den Springer nach F4 und versuchen Druck zu machen auf seinen Läufer auf E6. Also spielt Springer nach E2, dann gucken, was passiert. Springer nach F4, der Läufer will nach E3 oder C3 langfristig. Die Dame kann bei Bedarf vielleicht mal nach H5, aber erstmal Springer E2, Springer F4 oder Springer D4. Ich weiß nicht, ob das ein besonders weiser Rat war, aber der Springer macht nicht so viel auf C3. Ah, das war sehr gut, ja. Springer nach F4. Hoffen, wollen wir hoffen. Man kann das gar nicht besser spielen. Aber wenn Krane sich da jetzt im Weg stellt, Springer G6, na, dann können wir Springer D4 spielen. Okay, mache Tietze. A5, dann wollen wir Springer F4. Das war ja so angesagt. A5 ist übrigens so großmeisterlich, ja? Ja, verhindert B4. Also einfach den Raum gewinnen, ja? Das ist beeindruckend. Die Board wischen. Ich bin so aufgeregt, ey. Ich traue mich gar nicht. Normalerweise würde ich jetzt mit dir über David Lynch oder irgendwas reden. Ey, es ist zu spannend für mich. Da ist viel zu viel los, ja? Weil Holland Drive ist trotzdem Quatsch. Hast du eine Ahnung? Eieiei. Läufer G5 geht da. Haben wir nicht Tricks? Nee, haben wir keine Springer schlägt. Läufer G5 ist nicht strategisch riskant, aber keine Tricks. Ja? Bisschen riskant. Würde Läufer C5 spielen oder sowas, ja? Mhm. So, wir könnten schlagen und dann so Bauern F4, vielleicht Bauern F5. Der Aufmarschplan war eher Läufer E3 zu machen. Ja, dieser Aufmarsch wäre sehr gefährlich. Ja. Er schlägt, okay, interessant. Er schlägt zurück. Ja, jetzt F4 wäre konsequent. Mal gucken, ob Stefan das macht. Könnte auch auf G5 schlagen und dann F4 spielen. Ja, wir hätten diesen Läufer umsonst haben können, ja, vor einiger Zeit. Was im Pott ist, ist im Pott. Den Läufer kriegt ihr nicht mehr. Aber ja, das war ein heikler Moment. So, Spielbau nach F4. Ah, schlägt. Naja, gut. Ist immer noch. Immerhin was gekriegt für den Lauf. Ja, alles im grünen Bereich, ja? Ah, eher so im gelben Bereich, finde ich. Vielleicht schlägt die Dame, dann wieder F4. Na, jetzt kann alles passieren. Ich glaube, der Springer ist halt trickreicher als ein Läufer. Der könnte euch später im Infight nützlich werden. Chat sagt, ein Gratisläufer habe ich auch vor der Tür liegen. Ja, schön gespielt. Ich kann den Chat gar nicht sehen.
Ich lese dir vor. Was hast du da? Was hast du da für ein Chat? Stark wird gesagt. Babadook sagt LOL. Ravioli Bean sagt, ich empfinde als Ehranfänger den Springer einfach super stark. Rustam ist der Beste, Rustam ist süß. Omega Lull. Wir brauchen einen dritten Großmeister, der kommentiert. Ja, dein Rat wird gefragt, glaube ich. Genau. Ja. Oh, 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 sorry. Spiel Bauer nach F4. Greift die Dame an. Okay. Und wir versuchen, wenn wir es schaffen, diesen Bauern sogar nach F5 noch vorzuschieben, mit diesem Bauern da Alarm zu machen. Es kann sein, dass er sich mit der Dame in den Weg stellt. Dame nach F5 oder so. Dann versuchen wir, die Dame zu vertreiben. Vielleicht so Läufer nach F1, Läufer nach D3. Aber nur, wenn er sehr spezifisch mit der Dame nach F5 geht. Sonst versucht er den F-Bauern irgendwie zu pushen. Und dann, die, was ist perspektivisch mit der Dame nach H5? Oder was mit Dame zum Beispiel Dame, B3 oder sowas? Um da eher nicht am Damenflügel, eher schon am Königsflügel. Wenn er da dir Platz gibt, dann spiel F4, dann Dame nach G4 rüber und versucht er anzugreifen. Wer sich mit der Dame nach F5 stellt, dann versuchen wir, die Dame da zu verscheuchen. So Lauf F1, Läufer D3 mäßig. Okay. Aber erstmal Bauer nach F4 und ja, Dame tendenziell Richtung König. Top. Natürlich sein, dass Krane da jetzt reinlachst, aber okay, das wird Stefan schraffen, dass er dann schlägt. Dame geht zurück, jetzt könnte mein Dame G4-Plan umgesetzt werden, aber Bauer F5 sofort, wäre ich auch mit zufrieden. Ja, Bauer F5 gespielt. Dame D8 ist nicht ohne Idee gespielt, ja? Will nach B6, ja? Will da mit Schachs da Unruhe stiften, ja? Bei allem Respekt vor Fabian, ich glaube, das war völlig ohne Idee gespielt. Nein, beide also spielen wieder gut. Es gab diesen einen Bang-Moment mit Läufer G5, den er hätte schlagen können. Seitdem sind das alles vernünftige Züge. Mhm. Ja, Rustam. Ja. Da sind wir doch schon in Schwierigkeiten. Was machen wir da? Also, alles halb so wild, ja? Ich hätte nicht mit der Dame in Ordnung. Ich hätte nicht mit der Dame nehmen dürfen, ne? Ist okay, ja? Du stehst in Ordnung. Dein einziges Problem ist, dass dein König ein bisschen schwach ist, ja? Also einfach den Springer auf F8 platzieren. Ja. Und dann Stress am Damenflügel machen. Später nach B6 entwickeln und dein Springer wird dich retten, ja? Also alles mit Ruhe, er kann gar nicht so viel angreifen, ja? Springer F8, Dame nach C7 vielleicht den Turm entwickeln und abwarten. Er wird das sehr schwierig finden, dich anzugreifen. Ich glaube auch, Jan hat auch, er sieht auch total, hat überhaupt keine Ideen. Alles klar. Zieh dich zurück. Das finde ich gut an Krane, dass da auch nochmal hinterfragt wird, was Rustam sagt. Er wäre jetzt nicht sofort Springer F8 gespielt, er wäre erst nochmal hier ein bisschen überlegt. Soll ich nicht doch nach vorne gehen? Springer C5 vielleicht? So, Springer F8. Die Stellung ist immer noch spannend. Wir stehen gut, aber es kann alles passieren. Dame nach D4 würde mir gefallen, um das Brett so ganz zu dominieren. Ich hatte ja gesagt, Dame Richtung Königsflügel. Also ich vermute, dass er eher sich nach G4 orientieren will. Wird Dame H5 spielen, ne? Ja, ich glaube, Dame H5 oder Dame G4 ist wahrscheinlich. Mhm. Aber auch Bauer nach E6 könnte er andenken. Viel möglich. Spielt Bauer nach E6. Gleich rauf da. Kein schlechter Zug. Da hätte ich erwähnen sollen, ja. Stellt den Springer erstmal ins Abseits. Legt sich natürlich früh fest. Ja, Dame F6, ja, hätte ich erwähnen sollen, ja, dass das Feld verfügbar ist nach F6. Krane wird jetzt auf Raubzug gehen. Du hast ja auch gesagt, Dame B6 Schach, das wird er machen. Wobei du es auch gesagt, Dame C7, ne? Dame C7. Mhm. So, Dame nach D4, Turm nach C1. Spielt sich auch wie von selbst her. Hm.
Die Austria sagt, wie cool, dass ihr noch einen Großmeister für das Format gewinnen konntet. Stefan Tietze ist super sympathisch. Schön gespielt. Dame H5. Ja. Geht auf Angriff. Aber ist gar nicht so einfach hier anzugreifen. Ja? Nee, Schwarz ich war auch ist relativ eher so solide. Ja? Auf Dominanz, so Dame D4 hätte mir fast besser gefallen. Aber Dame H5 ist logischer Zug. Bin ich auch mehr Mann. Alles gut. War es unsere Show eigentlich? 17 Uhr, wir kommen rechtzeitig, ne? Alle Zeit. Beziehungsweise unsere Champions Chess Tour Show. Im März gibt es noch so ein Turnier. Im März? In Metz? Ich habe nicht verstanden. Im März, ja, so Major, ja. Fabian guckt uns frei. Ich glaube, war das eine Frage oder war es nur so Frustration? Scheint dir nicht zu fragen, oder? Nein, nee, das sieht nicht so aus. Er schüttelt nur den Kopf. Moment, was ist bei ihm los, ja? Es geht da um B6 Schach. Aber jetzt haben wir doch unsere Dame da schon zum Ärger machen. Den Bauern kannst du haben, Krane. Puh. Ist das aufregend? Mhm. Ist das aufregend? Dame B6 scheint ein bisschen verspätet, ja? Ja. Er möchte wahrscheinlich diesen Bauern schlagen, aber das sieht sehr, sehr gefährlich aus. Er nimmt den Bauern. Hei, hei, hei. Der junge Mann ist unerschrocken. Man ist furchtlos. Schon bei 1 stark gespielt. Stark gespielt. Er ist viel zu stark, ja. Turm wird aktiviert. Es ist so nervenzerrend. Hey Dame, spielt auch so schnell, ja, Stefan, ja? How to play chess online fast. Kennst du die Serie von Stefan? Stefan ist der Autor einer Netflix-Serie. Sie heißt How to Sell Drugs Online Fast. Lass es nicht deine Kinder gucken. Hab ich davon gehört, ja. Soll ziemlich gut sein, ja. Hab nur Gutes gehört, aber ich habe noch nicht gesehen. 8 aus 10 auf IMDb. Mhm. Ja, Pascal hat mir darüber erzählt. Meinte, eine gute Sache, ja. Hat es so dreimal mein Fast. So, eine gute Sache wäre auch jetzt, sich diesen Bauern zu snaken nach hinten. Hau ihn weg, komm. Ich glaube, Fabian versucht auch viel zu viel zu lesen in meinem Gesichtsausdruck. Ja. Ja. Dabei sieht er doch nur eine stoische Maske der Besonnenheit. Ja, da ist die Besonnenheit. Also, ich muss mich mit dem Dame schlagen. Ich schlag zurück. Schach. Das macht keinen Sinn, oder? Ich glaube, es ist unfair, wenn ich jetzt irgendwie zu sehr gestikuliere, wenn ich Stefans Gedanken höre. Ne? Warum hören wir ihn? Das ist doch ungewöhnlich. Ja? Dass wir ihn hören. Ja, wir können sie immer hören, wenn sie was sagen. Die sind meistens, ja, okay. Turm schlägt B7 gespielt. Ich glaube, er hat über Dame F7 Schach nachgedacht. Ne? Schlägt, König F7, Turm B7, hat er nichts gebracht. Also Turm B7 ist schon gut. Spannend, immer noch spannend, ne? Also weiß schon gut, aber es kann noch völlig alles passieren. Genau, da würde ich mich kurz einklinken. Ich bin bei meinem zweiten Joker, oder?
Beim dritten, glaube ich, nicht? Ich glaube, der letzte Joker. Okay, egal. Wir stehen eh schlecht, deswegen, was machen wir? Also, du stehst schlechter, aber noch nicht Ende der Welt. Ja. Ich würde das Folgende vorschlagen. Ja? Dein Springer braucht ein bisschen Platz, dein König braucht ein bisschen Platz. Ich würde G6 hier spielen. Ja, wirklich? Weil ich habe nur, weil dann schlägt er doch mit dem Turm da rein, oder? Nee, falls nach G6, wenn er nimmt, dann nimmst du mit der Dame und alles ist in Ordnung, alles ist gedeckt. G6, wenn, mit dem Springer G6. Hey, jetzt G6, G7, G6 mit dem Bauern. G7, G6, okay, wenn er mit dem Bauern nimmt, was mache ich dann? Dann nimmst du mit der Dame und du hast alles gedeckt. Okay. Und demnächst kannst du den Bauern auf E6 schlagen. Okay, ich spiele G6. Und nach G6, wenn der beste Zug macht Dame H6. Ja. Du deckst so mit Turm E7, du deckst die siebte Reihe und du kannst dich dann noch gut verteidigen. Okay, das machen wir so, Rustam. Ich mache dich stolz. Ist noch nicht gezogen. Ah, da kommt der Bauer. Mein Mikro fliegt runter vor lauter Aufregung. So, jetzt müssen wir rechnen. Na, du hast schon für uns gerechnet, ne? Du hast gesagt, Dame H6, Turm E7. Schlägt. Und es gibt noch kein Durchkommen. Ah ja, das ist mir noch besser. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dann einen qualitativen Rat gegeben habe, aber ich dachte, wir brauchen ein bisschen Platz. Ja, ja Stefan, pass auf. Wir machen Folgendes. Ja. Wir gehen mit der Dame nach H6. Ja, genau. Er kann da den Bauern nicht schlagen, das weiß er auch, das haben sie schon besprochen. Er wird Turm E7 spielen. Den Turm schlägst du mit deinem Turm, dann wird er mit der Dame zurückschlagen und dann, lass mich überlegen, dann aktivieren wir unseren Läufer nach H3, um den Bauern zu überdecken. Also weißt du, Dame nach H6, er spielt Turm E7, du schlägst, Dame schlägt und dann Läufer nach H3. Ja. Dann sehen wir weiter. Weiß nicht, ob Läufer H3 so ein schlauer Zug war. Mir fällt nichts ein. Entblößt auch ein bisschen den König. Aber gut, deckt erstmal. Das kann nicht schaden. Und jetzt sind beide auf sich gestellt, ja? Jetzt sind sie. Ich glaube, wir haben noch einen Joker, oder? Ich glaube, Stefan hat erst zwei. Genau, Jan. Jetzt bin ich mich gestellt. Chat, hat jemand mitgezählt? Haben wir zwei Joker oder drei? Nee, ich habe schon drei. Einmal gab es Rad zu springen nach E4, einmal zu F4, F5 und dann Richtung G4. Okay, dann sind beide alleine. Ja. Beide schon drei, ja. Ja, gut. Unbeacht hat ja, gewisse taktische Anfälligkeit. Aber, war es unfair von mir, dass ich Stefan gesagt habe, dass Turm E7 kommt? Leicht unfair vielleicht, ja. Ja, entschuldige mich. Ich wollte nicht schummeln. Ich weiß halt, dass es... Ich muss das Wissen doch an ihn weitergeben. Das tut mir leid. Andererseits, ich hätte... Ist das unfair? Insider-Trading? Dann entschuldige ich mich, echt, das war... Sorry. Aber die Information haben wir doch. Das ist kein schlechter Zug, ja. Okay. Hast du diesen Film gesehen, Wall Street? The Wall Street? Mit Charlie Sheen und Michael Douglas? Vor langer, langer Zeit. Ich habe gar ein schlechtes Gewissen. Ich wollte echt nicht schummeln.
Ist alles gut. Gut, im Nachhinein, ich hätte sagen können, Tommy Sieben hätte wahrscheinlich auch erwartet und so weiter, aber es war ja eindeutig, weil ihr es besprochen habt. Sorry, es war kein, ja. Ich weiß nicht mal, ob es stimmt. Es war nicht mit Absicht, es war kein bewusster Regelverstoß, sagen wir so. Es tut mir leid. So, jetzt gewinnen wir wenigstens, Tietze, wenn wir hier schon alle Register ziehen. Turm C1 gut gespielt. Turm C1 ist ein guter Zug, ja. Da stoße ich schon gegen die Regeln des von uns vor einer halben Stunde erdachten Formats. Oh Mann. Turm C1. Fabian wirkt unzufrieden. Es ist schwer, sehr zufrieden zu sein, aber okay, D4 ist dein Plan, ist gut. Gegenspiel. Was ist da im Chat los? Viel Aufregung? So, Dame F4 wäre ein starker Zug, ne? Greift den Turm an, plant F6. Dame F4 ist fies, ja. Nicht G4, auch normal. Stabilisiert die Bauernkette im Blöß ein bisschen Königsab. Wir haben ein bisschen Sorgen noch, aber Stefan spielt schon gut. Ei, ei, ei. Nach G4, dass eure Stellung so gut bleibt, ist fast unfair. Früchte der harten Arbeit. Der Dreier, der junge Mann hat einen Plan. Ja, er kommt da an. Hat auch noch Zeit, hat relativ flink gespielt. König ist weit offen jetzt, aber der Springer ist halt eingesperrt auf F8. Das ist das der Vorteil, den wir haben. Kann nirgends so richtig hin. Hier könnte man jetzt vielleicht einfach opfern. Und reinlachsen. Gegenspiel. Lachs reinkommen. Turm D8, ja, auch einfach den Bauern zu unterstützen. Turm D8 gespielt. Mir gefällt die Dame auf H6 nicht mehr, die macht da nicht so viel. Einfach zurückgehen. Ist das aufregend. Waffe F1 greift den Bauern an. Das ist logisch. Der König ist mir ein bisschen zu offen bei all diesen Geschichten. Ich habe immer noch Angst, dass hier irgendwie so ein Dame B4, Dame E4 auf einmal es irgendwie Ärger gibt. Wahrscheinlich kann Weiß sich das alles leisten. Schon ein bisschen gefährlich aus. Boom, 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 kämpfen. Dame nach D6, Moment, jetzt könnte der Turm auf D3 schlagen, oder? Nichts, ne? Ja, das deckt nichts. Mach es, Tietze.
Fahne mit der wertenden Handbewegung da. Aber hat's gesehen, ja, dass da was schiefgelaufen ist. Ja, Tom spielt D3 gespielt, Stefan spielt aber auch stark diesmal. Ja, Stefan spielt die Partie seines Lebens, würde ich sagen. Ja, Stefan, den einen Wackler gehabt, seitdem spielt er überragend, ganze Zeit. Mhm. Ist so aufregend. Wir überziehen auch gnadenlos hier. Entschuldigung, liebe Rocket Beans, ich kann selber kaum glauben, wie lange das hier dauert. Das Match ist halt auch super eng. Beide spielen gut. Wenn nicht das jetzt hier der ganze Sendeplan eine Stunde nach hinten verschoben werden muss. Beim Mittagessen inklusive. Ja. Ist ja nicht gern Joker. Es gibt keine Joker mehr, glaube ich. Aber du hast den Bauern auf E6. Ist drin. Geht noch nichts Direktes, oder? Also weiß ich ja natürlich gut, wenn wir so Dame E3, was auch immer, aber es gibt noch keinen Durchbruch, soweit ich das sehe. F6, Springer steht E6, ist noch kein Matt. Glaube ich, hier kann noch einiges passieren. Glaube ich, ja. Also natürlich sieht es gut aus für Weiß, aber noch ist nicht durch. Oh, es ist spannend. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Es gibt viele Möglichkeiten. F6. Nee, nicht F6, nicht F6. 6. Weiß es selber nicht. Wusste, was würdest du machen? Aber das, was du gesagt hast, ja, mit Dame 3, das ist sehr nüchtern. Ja. Ah, klaut er mir das. Sehr stark, sehr nüchtern, sehr kontrolliert. Ich weiß nicht mehr. Jetzt fehlt mir der Überblick. Okay, wenn ich F6 spiele, dann ist mein E-Bauer ungedeckt. Ja, nicht machen. Aber dann ist ja auch fast, dann mache ich halt Druck mit der Dame auf G7. Gehe ich auf G7, er schlägt. Nicht zu kompliziert denken, Tietze. Ja, steckt den Bauern weg. Wahrscheinlich macht das keinen Sinn. Aber ich glaube, also richtige Schlussfolgerung. Tauschen, weiß ich nicht, könnte denn. Aber die haben beide keinen Jokers, ja. Die haben wieder die Jokers. Wir haben nicht auf uns gehört wieder, ne? Jetzt den Joker haben im Infight. Ja, keine Ahnung. Darüber das ist ja auch sein. Ein super Zug, ja. Turm E3 auch stark gespielt. Turm E3 ist unglaublich stark, ja. Entsetzte Gesichter. Nein. Zweimal F6 kontrollieren mit Dame E7 zum Beispiel und Turm D1 Gegenspiel. Ja, das hätte ich lieber Dame E3 gehabt, dass er gerade nicht rumnerven kann mit dem Turm noch. Okay. Jetzt, vielleicht gewinnt E7, aber das muss man rechnen. Das ist spannend. Sehr spannend. Also Bauer nach E7, das Ding wäre Turm schlägt F1, König G2. Dann droht man hier matt zu setzen und sich eine Dame zu holen. Aber den Läufer sich mit Schach schlagen zu lassen, wäre schon eine sehr harte Maßnahme. Deshalb deckt Stefan den auch, finde ich, vollkommen in Ordnung, die Entscheidung. Überdeckt den Läufer und plant Bauer nach E7. Gut gespielt. Was überraschend ist, dass seine Stellung ist so stark. Er hält alles aus. Er kann nichts falsch machen, ja. Er macht aber nichts falsch. Alle Figuren sind schon gedeckt, ja. Dann B6, Fabian unzufrieden, aber wahrscheinlich hat er gesehen, dass der Turm gedeckt ist jetzt. Also jetzt würde Bauer nach E7 gehen. Bauer nach F6 wäre noch ein Fehler, glaube ich. Wahrscheinlich auch gewinnen, E6. Ja. Bauer nach E7 dagegen wäre sehr, sehr stark. Ja, ist das aufregend? Shit.
Das habe ich nicht gesehen. Ah, Stefan macht sich Sorgen, aber er muss sich gar keine Sorgen machen. Der Turm ist er sieht das wahrscheinlich nicht. Das ist das Einzige, womit ich das erklären kann. Er sieht nicht, dass der Turm gedeckt ist. Und dann kann man sich natürlich alles Mögliche an Sorgen machen. Aber er hat E7 gespielt. Nee, E7 gespielt. Er muss das gesehen haben. Das würden wir nicht mehr überleben. E7 sollte die Entscheidung sein. Das ist ja häufig ein gemeines Stilmittel. So ein Bauer auf der siebten Reihe, der den Springer angreift und sich gleichzeitig auch eine Dame umwandeln kann. Ich sehe niemanden mehr. Weiß nicht, ob Auto-Queen eingestellt ist bei denen. Das bedeutet, dass wenn ein Bauer sich umwandelt, dass man automatisch eine Dame kriegt. Aber wenn nicht, sollte er nochmal so die Wahlmöglichkeiten kriegen. Ja, jetzt steht Weiß gewinnträchtig. Ich sehe auch ehrlich gesagt nicht, was Fabian noch für Tricks hat. Er spielt Turm D8 zurück. Einzige Chance, um hier diesen Doppelangriff auf Springer und sich Dame holen abzuwenden. Aber den Turm kann man zum Beispiel einfach schlagen. Auch eine pure Verzweiflung, ja. Es geht jetzt auch wahrscheinlich brutaler Soloffer C4 Schach oder so, aber Turm schlagen, machst nichts falsch. Läufer C4 Schach wäre schon matt gewesen, ne? Und dann. Mhm. E schlägt F. Aber auch so. Turm mehr Situation. Jetzt leben wir noch ein bisschen. Läufer C4 gespielt. Oh, ich bin immer noch aufgeregt. Mhm. Na, König H, noch ist es nicht aus. Dann können wir Schachs geben. Ja. Ist noch nicht durch. Acht. Wahrscheinlich wieder. Viele Wege funktionieren natürlich. Würde so oft doof, wenn wir die Dame zurückbringen. Dame F4 einfach. Zentralisieren, alles decken. Dame F4 sehr stark, ja. Meine Nerven. Das ist ein bisschen wie die letzte Partie, ja? Naja, diesmal ist die Stellung schon besser als in der letzten Partie, aber ja, ist noch nicht durch. Vielleicht können wir ein paar Schachs geben, ja? Ja. F3, jetzt nicht, dass es wieder losgeht. Ja, gut, die Stellung bleibt so dominant. Dass alles okay sein sollte. Und jetzt ja Dame D4 Schach und wer weiß, ja, vielleicht gibt es Schimmer Hoffnung. Nix gibt es. Mit der 1 gibt das Schach. Ist nicht Turm F1 spielen. Ich gehe 2 ist gut. Turm F1 wäre der Bau auf G4 angegriffen gewesen. Mhm. Deshalb wollte ich auch Dame D4 Schach spielen, ja. Bestell. Hat weiß mehr Möglichkeiten. Schiff zu gehen. Es droht Schachmatt. Man kann noch ein paar Schachs geben, damit C2 Schach, aber die sollten nicht ewig halten. Der König kann sich auf H3 verstecken, zum Beispiel. Aber erstmal relativ safe steht, damit C2 ja, gespielt. G3, ja. Och Mensch, warum verkacke ich das denn immer noch? Kein Stress, ach, alles Gott, im Griff. Gott. Okay. Ich weiß auch nicht, aber sieht, dass F8 angegriffen ist. Also man kann ja schon auch nervös werden mit so einer Krane-Dame. Weiß ich nicht. G3 ist okay. Einige 3, ja, so kontrolliert, keine Schachs mehr. Hm. Dame C4, Dame F8. Wenn er das sieht, dann sieht es, glaube ich, gut aus. Springer D7 jetzt. Kann Weiß mit F schlicht G wieder zum Angriff übergehen? Oder mit F6? Hä? Kommt das von Rustam oder von dir? Er ist der Moment, in dem meine Hoffnung langsam verschwindet.
Naja, jetzt selbst nach Dame Schlicht G6, wenn er dann nicht matt setzt in zwei Zügen, was ich nicht glaube, das ist schwer zu sehen. Das Endspiel sollte er gewinnen, also ein Springer ist natürlich immer noch am Rumspringen. Drei Züge matt. Oh, fuck. Ein Stress. Ein Stress, Stefan. Du hast einen Turm. Im Zweifelsfall immer tauschen. Ah, er hat's gesehen. Was ist denn los mit dem Tietze? Das ist ja eine Schachmaschine. Schachroboter. Programmiert auf Schach. Nimmt. Hut ab. Was für eine Partie. Was ist das? Also ohne Läufer G5 wäre das eine Glanzpartie von A bis Z auf jeden Fall. Das war richtig schlecht. Ich wollte nur sagen, ich bin null beeindruckt. Ich doch nicht. Ja, die, haben das die hören mich nicht, ne? Die können dich nicht hören, nur Rustam kann dich hören. Großmeister Etienne Gardet im Studio, meine Damen und Herren. Riesenfan von dir. Ich mag. Ich weiß. Super Job. Ich auch. Mega geil. Danke. Schön, dass du hier mitmachst. Ich wollte nur sagen, ich bin von den beiden Spielern null beeindruckt. Ich habe euch gehört, ihr redet dauernd. Setz ihm Matize, jawohl. Jawohl. Genauso spannend wie Großmeister. Yes. Nicht beeindruckend. Sag ihm mal, wie gut ich bin. Stefan, ich soll dir sagen, dass Etienne Gardet auch fantastisch im Schach ist, dass du gegen ihn hoffnungslos bist. Aber das war eine super Leistung. Respekt, Stefan. Richtig gut, Stefan. Eddie, was geht? Ey, aber Stefan, ne? Ein Stein schlägt niemals zurück. Alte Blattsportweisheit, weißt du, ne? Ja, weiß ich natürlich. Gegen den Krane kann jeder Schachmatt setzen. Okay. Ey, wir müssen mal zocken bei Chess24. Ja. Ey, ich sehe euch nicht. Ruhe. Du machst auch einen super Job, Jan. Danke, danke, Etienne. Das bedeutet mir viel. Weil du das beruflich vielleicht mal. Labern. Oh, das beruhigt mich jetzt. Uff. So, Entschuldigung für den Flitzer. Keine Ahnung, wer das war. Ja, super gespielt, Stefan. Es gab wirklich ein Fehler in der Partie und der war am Anfang, danach war es eine Partie Eddie. Aus einem Guss. Wo können wir diesmal kurz durchgehen? Soll ich auf den Fehler kurz rumreiten? Der war nur am Anfang, der hat Fabian zum Glück nicht ausgenutzt. Das hier Läufer nach G5, der ist nur einmal gedeckt, aber zweimal angegriffen. Er hätte einfach schlagen können. Ja, stimmt. Ich wollte ihn einfach abtauschen. Dumme Idee gewesen. Hab ich noch gedacht. Aber er kann da eine Figur gewinnen. Ja, ich dachte gerade, ich dachte mit dem dunkelfältigen Läufer nicht so viel anfangen. Deswegen habe ich den dann strategisch wollen, ist richtig, nur der Tausch, du verlierst halt noch den Springer dabei. Also sowas kann man machen, erst mit H4 vorbereiten. Aber danach, ich habe wirklich nichts zu beanstanden. Das war eine überragend starke Partie. Also einfach super gespielt. Ich muss mich entschuldigen, ich habe einen Regelverstoß begangen, wo der Chat mich drüber aufgehört. War mir nicht bewusst, er war nicht ganz fair. Ich habe Stefan gesagt, was die beiden besprochen haben mit diesem Turm nach E7. Und das war nicht korrekt, das tut mir leid. Ich denke, wir können es trotzdem werten. Ihr habt auch gesehen, es war hier Stefans Errungenschaft, aber sorry, das war schon böse Absicht, aber es tut mir leid. Auf jeden Fall hervorragende Leistung von Stefan. Fabian, du hast übrigens auch gut gespielt, ohne Quatsch. Es war von beiden Seiten wieder eine gute Partie. Spielen wir noch eine Entscheidungspartie? Haben wir Zeit? Wie ist der Sendeplan? Hör dich nicht? Ja, okay. Alright. Weiter. Dann, wir brauchen eine ganz kurze Pause, um den Link wieder rumzuschicken, aber in 2 Minuten. Das machen wir on air. Wir können ja kurz vielleicht die Partie noch, falls wir noch ein, zwei Sachen dazu finden, dann schicke ich das sofort rum. Hinten raus fand ich super spannend. Dann dachte ich mir, opfere ich meinen Turm. Aber ich war mir nicht sicher, ob das funktioniert, aber hat dann funktioniert. Ich habe es dann so durchgerechnet. Das war eine super gespielte Partie. Das war alles. Ja, am Ende, das war einfach. Beste Sahne, ja. Das ist ziemlich unglaublich. Ja. Mega. Das freut mich. Okay. Und Rustam, Stefan spielt erst seit 2 Monaten Schach. Dafür ist das ziemlicher Wahnsinn, was er abliefert, oder? Jetzt ohne Schleim zu wollen. Ich bin echt sehr beeindruckt. Das ist irgendwie außerirdisch, ja. Was zum Teufel ist das, ja. Das freut mich sehr. Es macht sehr viel Spaß. Es ist wirklich, vor allem, das ist wirklich, es gibt nichts Schöneres als hinten so ein Mathe-Schach-Matt. Hinten so ein bisschen durchrechnen und so. Aber ich finde es auch gut, dass wir uns beide matt gesetzt haben. So, Fabian, ich hab's dir geschickt. Die 0 da vorne kannst du ignorieren. Der erste Link müsste die Blitzpartie sein, wenn ich es richtig gemacht habe. Was? Ich hoffe. Was ist das? 3 plus 2 jetzt oder was? 5 plus 0, glaube ich. Und ich weiß nicht, wie wir es am besten machen. Ich glaube, am besten halten wir einfach den Mund oder wollen wir einen Joker pro Partie sagen?
Ich würde sagen, Mund halten, oder? Mund halten oder einfach Manu. Einfach Manu. Wir beiden, okay. Einfach wir beide, oder? Würde yes. ich vorschlagen. Finde ich super. Alles klar. Warte mal kurz. So, Sekunde. Ich muss hier auch. Sorry, es wäre ein bisschen awkward. Ich muss mir den Link noch raussuchen. So lieben wir das doch. Auch 5 Minuten ist schon krass. Ist tough, ja. Geil. Ach ja. Bin drin, du auch? Yes, Stefan? Ich bin auch drin. Wie sieht's mit Jan aus? Ja, Stefan mit Weiß, sehe ich das richtig? Genau. Yes. Sorry. Dann mach einmal einen Probezug. Da Stefan Weiß hat, würde ich sagen, der Fairness halber, weil wir auch keine Zeit mehr haben, wenn die Partie Remis ausgeht, machen wir Armageddon-Regeln, dann hat Schwarz-Team Fabian gewonnen. Dafür hat Stefan den Anzugsvorteil, ist okay? Ja. Dann good luck, have fun. Danke dir, euch auch. Uff, keine Pause hier, die Armen können nicht mal durchatmen. Weiter geht das. Aber Russland, was Stefan abliefert, also Fabian auch, aber Fabian spielt schon länger Schach, war früher schon mal im Schachverein, ist wirklich beeindruckend, oder? Also dafür, dass er so neu dabei ist. Also jetzt brauchen die vier nicht so beeindruckend. Aber grundsätzlich, das müsste gar nicht möglich sein, ne? Wie geht das überhaupt? Ja, ich finde es wirklich krass. Bauer E4 ist ein Fehler, der kann geschlagen werden von Rane, hat er aber nicht gemacht, hat rochiert und jetzt kann er wieder diesen Raumgewinn-Move machen, den er eben schon hatte mit Bauer E5. Fuck, ich hab nicht gesehen, dass ich dran bin. Ah, deshalb. Ungewohnt langes Nachdenken. So, ich nicht schon wieder, Stefan, das habe ich doch eben gesagt. Jetzt hast du gerade das gesehen, ich ja? Selber Fehler. Ich habe ihn zu sehr gelobt. Es gibt immer noch Potenzial in der Stellung hier zum Glück. Bauer F4, Bauer F5. Ah. Das war unnötig. C2. Na, die weiße Stange ist strategisch mal sehr gut. Man hat nur, es fehlt nur eine Figur. F4, F5, jetzt auf doof. Ja, macht er. Also, wenn der Tietze es noch ausgestellt kriegt, diesen Läufer auf G5 einzustellen, dann weiß ich nicht, wer ihn stoppen soll. Mhm. Champions Chess Tour kann kommen. Turm E8, Bauer F5, ja, Turm E1 auch logisch. 5. Eieiei. Der erste Glitch in der Lernkurve. Er ist doch menschlich. Abgesehen von Läufer G5 in beiden Partien, er spielt auf einem Großmeister-Niveau. Abgesehen von Läufer G5 Wahnsinn. Kann ich nicht mal irgendeinen Zug kritisieren. Aber dieses Läufer G5 ist schon ein Leak. Ist wie eine Maschine mit einem kleinen Bug, ja? Läufer G5-Bug. Aber auch die Stellung hier ist nicht schlecht. Dame F2, Attacke, Springer wieder rüber. Ja, die Stellung ist leider noch sehr kompliziert. Maschine mit Bug. Sehr schöner Vergleich. Turm H5. Wir sind den Turm F8 gefällt. Warum Turm F8? Er will F7 decken. Ja, Turm H5 war ich auch nicht sicher, ob es ein Bug ist, aber vielleicht ist ein Feature. Er will einfach hier jetzt den Springer rüberbringen, anderen Turm F1. Macht wieder Druck. Ich glaube, er hofft auch irgendwie so Springer F4 und wenn er geschlagen wird, dann Dame H7 matt. Vielleicht ist das eine Idee. Turm F8 war nicht das, was er decken sollte. Er sollte H7 decken und nicht F7. Er sollte den Springer nach F8 bringen. G3 auch wieder stark. Also wenn die Läufer G5 nicht wären, müssen wir echt Doping-Test machen bei Stefan Tietze.
Aber wahrscheinlich der begabteste Spieler in der Geschichte. Lass ihn das nicht hören. Aber es ist wirklich für 2 Monate Schachfieber absoluter Wahnsinn. Wie sieht es auf der Uhr aus? Beide Seiten noch ungefähr 3 Minuten. Hier Mattmuster, so Springer F5, Dame nach D2, Dame nach H6. Das kann schon sehr, sehr gefährlich werden für Fabian jetzt. Ja, Dame D2 jetzt. Ja, Dame D2 wäre schon übermenschlich. Das glaube ich nicht. Aber Springer F5 ist ja ein naheliegender Zug. Kann er erstmal reinbringen. Ja, das tut er. Chat sagt, Stefan schreibt eine Netflix-Serie über sich selbst. Das Königsgambit. Stefan Tietz. Hoffentlich kriegen wir irgendwelche Nebenrollen als Hausmeister am Anfang. Bau nach F6, Krane wehrt sich. Wahrscheinlich Bau nach E6 konsequent. Ja, ja. Springer E7, ich weiß nicht, ob schon taktisch E7 gilt. Sofort, ja. Ja, Springer E7 gilt, aber das wird er nicht sehen. Springer E7, wenn er geschlagen würde. Hat er es gemacht? Hör mal auf, Tietze. Das glaubt dir doch kein Mensch mehr. Springer E7. Hat das gemacht, ja? Das ist. Das ist Wahnsinn. Wir müssen tatsächlich den Doping-Test machen. Ja. König F7. Aber er sitzt auch hier, er ist ja in Hamburg, in irgendeinem Rocket Beans Büro. Da gibt es überhaupt keine Doping-Möglichkeiten. Also er sieht ja nur die Partie. Wahnsinn, gut. Springer G6 war wieder immerhin ein Zeichen von Menschlichkeit. Turm schlägt H7 wäre gemein gewesen. Aber auch jetzt Turm H7. Das endet auch nichts, ja? Naja, aber es gibt Fabian wieder Chancen. Zeit ist unser einziger Freund jetzt. Naja, Stellung ist auch noch nicht so klar. Gut, Turm H7 soll er machen, hätte er sofort machen können. Auch jetzt ist noch stark. Mhm. Nein, nicht. Turm H7 gespielt. König E6, jetzt nicht, könnte man den König wahrscheinlich weiter freilegen. Er könnte auch hier auf G6 reinwuchten, das tut er. Auch so schnell kommen die Züge, ne? Also, ne? Mhm. Es ist wirklich eine Hexerei, ist wirklich gut. Und man muss auch sagen, bei allem Tietzelob hier, Krane hält auch gut dagegen. Ne? Also hat sich hier auch nicht schnell irgendwie überrennen lassen mit Springer schlägt E7. Mhm. Ist wirklich stark vom Mann. Jetzt lass dich mal matt setzen, Krane. Turm G8, Dame F7, matt, komm. Ist gar nicht matt. D8, EF, König D6, Dame G3, das ist gut aus. Dame A5. So, EF und Dame G3, aber das ist wieder ein sehr schwerer Zug. Dame G3 zurück. Ja, hat er nicht gemacht. F1 ist auch nicht viel schlechter. Ja? Naja, das ist ein Schritt in die falsche Richtung. Wobei jetzt Dame F5 ist matt. Ja. A5 ist ein bisschen zu entspannt. Ah, kommt nicht. Er will G4, G5 spielen. Matt in einem Zug verpasst. Er ist menschelt. Aber er hat einen Plan. Was ist sein Plan? G steht F6. Dann mal gucken. Ist das aufregend. Dame F5 ist matt, Stefan. Auch nächsten Zug noch. Springer schlägt F5, ja. Ah, jetzt Turm G8, ja, Springer F6. Dame F5 ist immer noch matt. Eieiei, das kann noch anders gehen. Es ist zwar matt, aber es ist nicht leicht zu sehen. Turm E1 und wieder dieses Dame G3. Das ist ein komisches Zug. Das wird jetzt kompliziert, ja. Dame G4, König D6 wieder Dame G3 angesagt. Aber jetzt kann man es vielleicht sehen. König D6, Dame G3 einfach aus Schach geht Antrieb. Das ist ja spannend.
ging ja auch König D6, Turm F6 und damit D7 wäre auch matt. Es gibt zu viele Mats, ja. Mit Damon. Das ist Aufregung, puh, ja. Um D7, Dame D7. Zu viele Mats. Aber das muss man erstmal sehen. Na ja. Und jetzt geht's andersrum, Jetzt oh, wow. AB2, Turm B7 und Turm A2. Nein! What the fuck is happening? Was für ein Drama. Tietze, wir haben dich vielleicht auch zu sehr gelobt hier. Das war zu viel Druck. Heieiei. Oh, B1 Dame, es geht nochmal. 11 Sekunden. Das ist eine 5+0 Partie. Die Zeit ist jetzt Fabians bester Freund. Nein. Uff. Ja. Trotzdem, ganz großes Schach von beiden. Arne sollte jetzt nicht zu viel nachdenken. Ist er da skrupelloser Flagger? Tietze scheint eindeutig im Pre-Move-Modus zu sein. Jetzt ein bisschen spät, aber Pre-Move ist nicht richtig eingestellt. Scheint die Pre-Move-Hose angezogen zu haben. Pre-Move nicht eingestellt, sagt er. Zieh was, nicht beschweren, ziehen. Das war seltsam, der Pre-Move war nicht richtig eingestellt. Hä? Jetzt ist wieder alles anders. Ah, da zu viel Gehader. Uff. Jetzt war wieder, das war mega weird. Uff. Die Pre-Moves waren alle weird. Man konnte nicht richtig pre-moven und dann war auch, aber egal. Aber geil, dass was wir... Was für eine Partie, ja? Ja, aber original, dass wir dasselbe wie eben aufs Brett gebracht haben mit dem Läufer. Ja, das, den gleichen dummen Fehler, ey. Like a fucking idiot. Aber das war... Ich check hinten raus, das war leider ein bisschen dumm mit den ganzen Pre-Moves. Das ging nicht, habe ich auf Zeit einfach verkackt. Oh, es gab drei Phasen dieser Partie. Erst Phase 1, Stefan, trotz meines weisen Rates lässt er den Läufer wieder in der exakt selben Situation stehen. Ja. Das war unnötig, dann stand Fabian gut. Jetzt hat Stefan eigentlich überirdisch gespielt. Die nächsten 20 Züge waren alle überragend gespielt, muss man wirklich sagen. Hat hier Druck gemacht, alle Figuren rübergebracht. Sprenger E7, Schach mit taktischen Pointen. Das war absoluter Wahnsinn. Dann gab es Phase 3 hier. Stefan nutzt seine Chance nicht und Fabian kam nochmal zurück. Hier zum Beispiel sofort Turm Schlitter 7 wäre gut, aber auch später, da wird er sich ärgern, hier gleich beim Videobeweis. Herr Tietze, matt in einem Zug. Nein. Wo? Ja. Ich sehe es leider nicht. Achso, okay. Nachbau nach A5, Dame F5, Schachmatt im 27. Zug und im 28. Zug und im 29. Zug. Dann, Gott im Himmel. Ach, da sehe ich's. Nach Dame G4, König D6, Turm F6, Dame schlägt F6 im 33. Zug. Hier wurde die Zeit knapp. Aber hier, Dame D7 ist Schachmatt, Turm D7 ist Schachmatt. Ah, so viel Matz in einem Zug. Jo, natürlich. Oh mein zack, Gott. Zack. Was ein Drama. Und dann nach Dame G7, okay, da wendete sich das Blatt und dann entschied die Zeit hier. B1 Dame hat dir nochmal eine Chance gegeben, Turm A2 hätte Schwarz auch so gewonnen. Das Ganze im Bau nicht stoppen, dann war die Zeit zu knapp. Ja. Ach, ärgerlich. Glückwunsch aber an Fabian auf jeden Fall. Ja, Glückwunsch. Mega. Und an ja, mega Rustam war, also ich finde es wirklich beeindruckend. Das war so knapp, so aufregend. Ja. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Oh Gott. Rustam, hast du abschließende Worte für dein Schützling, vielleicht auch für den Gegner. Woran können sie noch arbeiten? Bist du zufrieden mit dem Gesehen? Also ich dachte nie, dass ich das sagen würde unter Umständen, aber das war hochkarätiges Schach. Der weite Strecken von einfach tadellosem Schach, was zum Teufel ist das? Ja, ich dachte, ich komme hier, um so Amateuren-Sachen zu kommentieren. Ja, aber ja, wunderbar gemacht. Es gibt wirklich geil, nicht viel zu sagen. Ja, also ein großartiges Format, super gekämpft von beiden. Also ja, ganz toll gemacht. Das müssen wir öfter machen. Ja, voll gern. Ja, vielen mega Dank, Rustam, dass du dabei warst. Wie cool. Ja, aber auch zu danken. Ja, das war super. Die Community kann ja auch mal im Forum oder unter dem Video hier schreiben, wie sie generell das Format findet. Weil ich muss auch sagen, ich weiß gar nicht, wie das draußen war, dieses Hin- und Herschalten und so. Aber für mich war es mega. Ich fand es mega geil. Weil man das auch so taktisch nutzen konnte. Ja, wann setze ich das jetzt ein und so. Und es war voll die coolen Überlegungen. Ja, richtig cool. Mega Spaß gemacht. Ich fand's auch super spannend. Nochmal Entschuldigung für das Metagame. Ich fand's echt, ja, von beiden eine überragende Leistung. Und ich habe ja ein bisschen verfolgt jetzt eure Schachkarriere. Auf jeden Fall die letzten Monate, die Steigerung sowohl bei Stefan als auch bei Fabian sind echt
enorm, war super viel Spaß gemacht. Und wir hatten hier in den Lach- und Schachgeschichten einen Schachweltmeister, Rustam Kasymchanov. Viele Schachweltmeister des Jahres 2004. Also vielen Dank, Rustam, dass du dabei warst. Ja, danke, Jan. Nice. Sehr gerne. Ja, das müssen wir auf jeden Fall wiederholen. Das war's für heute. Vielen Dank, dass ihr auch dabei wart. Hat echt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Bis zur nächsten Folge. Fabian, wir dürfen natürlich nichts leaken. Aber auch da haben wir schon einige teuflische Pläne. Wir leaken, das können wir schon erzählen. Ist alles eingetütet. Alles eingetütet? Was machen wir nächste Folge? Nächste Folge haben wir mal wieder neue Gesichter auf dem Sender. Nämlich Sonja Blum, internationale Meisterin, spielt zusammen mit Kugelbuch, dem aufstrebenden jungen Streamer. Der Twitch-Star Kugelbuch? Der Twitch-Star Kugelbuch gegen dich und mich zusammen. Eieiei, ich wechsle ins Team Krane. Ja. Okay, gut, dann bin ich raus. Wir sehen uns, Leute. Okay. Tschüss.